Mal live. Wir sind live. Wunderschön. Herzlich willkommen. Hallo Leute. Ja, der Flo ist zu Besuch von Get On Board. Hat vielleicht auf seinem Kanal schon gesehen, der hat schon Imperial Settlers. Ist halt die englische. Nee, Empires of the North, so heißt es. Genau. Dieses schöne Ding hier, genau. Zwar englisch, aber das tut dem ja keinen Abbruch. Da ist ja nur ein bisschen Text drauf. Ja, also es ist, glaube ich, für jeden mit minimal Englischkenntnissen deutlich spielbar. Es sind viele Ikonografien dabei, wo man dann sehen kann, auch wenn man, wo man keine Sprache lesen muss. Also so schwer ist es nicht. Und wir werden auch übersetzen, wenn ihr es wollt. Oder auch nicht, mal gucken. Ja, ich übersetze. So, wir waren gerade noch ein bisschen am Wuseln, weil wir haben auch eine coole Handykamera. Deine. Also. Ich habe schon gesehen, Techniker Gaming ist im Chat. Der Herr Techniker Gaming, den brauchen wir jetzt. Weil der Chris hat hier, also erst einmal schon mal Lob bekommen, bevor wir überhaupt angefangen haben, weil die Verzögerung wohl kürzer sein sollte als letztes Mal. Das liegt natürlich daran, dass ich da bin. Ich habe gerade noch mal ein paar Gnome in den Keller geschickt. Oh, da hat jemand einfach ein Logo gekapert. Was ist das denn da? Also ich habe ein paar Gnome in den Keller geschickt beim Chris, die Verzögerung bitte in den Griff bekommen sollen. Aber Chris, wie er halt so ist, die Handykamera funktioniert nicht, deswegen Techniker Gaming. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Glaube ich auch. So, ich glaube, das lag gerade an diesem Studio-Modus, das ist kein Problem. Genau, also was erwartet uns? Wir zocken auf jeden Fall eine Partie und Flo erklärt vor die Regeln, weil ich habe nämlich auch keinen blassen Schimmer. Ja. So, mir Regeln erklären ist immer sehr schwierig. Also, wir werden verschiedene Perspektiven haben, also große Ansicht, auch ein paar Zooms dabei und natürlich die Handykamera, die werde ich jetzt mal versuchen zu reparieren. Ich habe letztes Mal schon, als du live gestreamt hast, gesehen, Zuschauerinteraktion und sowas. Deswegen alle mal Hand hoch oder ein Ja, wer das erste Imperial Settlers schon gespielt hat. Oder ein fettes Ja, wer das neue Imperial Settlers, wieder, das Empires of the North, schon gespielt hat. Wollen wir direkt auch nochmal die Verzögerung wirklich testen. Wenn jetzt kein Jahr kommt und keiner hat es gespielt, dann gucke ich natürlich doof da und denke, die Verzögerung ist doch noch da. Ansonsten fangen wir gleich an mit dem Regelerklären, würde ich sagen. Beide nicht gespielt, einer hat es gespielt. Alex hat... Hier habe ich es gespielt. Ja. Danke sehr für schön. Das Ja. So, Techniker Gaming ist auch noch da, sehr gut. Den brauchen wir vielleicht, hoffentlich nicht. Also ihn schon als Zuschauer, aber nicht in seiner namensgebenden Position. Ja, ich glaube, der liebe Junge, du warst ja auch letztes Mal schon bei Robinson Crusoe dabei, kann das sein? Glaube ich, irgendeine Erinnerung. Habt ihr da eigentlich gewonnen? Wir haben gewonnen. Ernsthaft? Easy up, ja, ja. Ersten beiden Szenarien, easy weggeräumt. Ich glaube, wir haben da so kleine Regelfehler drin. Ah, ja, aber die sind im Chat auch keinen aufgefallen. Da bin ich ja immer, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. A, noch nie live und B, hier wird ja jede Regelunklarheit, die von mir jetzt falsch erklärt wird, genau von euch hoffentlich dann korrigiert. Deswegen probiere ich keinen Fehler zu machen zur Abwechslung mal. Daniel ist auch Informatiker, falls er schief geht. Da bin ich bin sehr, wenigstens ein Informatiker, der hier irgendwo anwesend ist. Alles klar. So, pass auf, ich versuche es gerade nochmal mit der Handykamera. Auf jeden Fall. Mach den Karton. Und wir haben ein Bild, oder? Also das geht, glaube ich. Und da. Ja. Sehr schön. Das läuft. Ja. Dann fangen wir fast pünktlich an. Sehr gut. Ich würde sagen, ja. Ja. Gehen wir los, ne? Ja. Ihr seht schon auf der, oder ihr habt es eben mal kurz gesehen, auf der Ansicht von oben, hier ist das Imperial-Universum, eine große Weltkarte. Und ihr seht, ich habe mal probiert, die Völker, die wir nicht spielen, die Decks hier, die vier, einigermaßen geografisch so anzuordnen, wie sie normalerweise da sind. Da sind ein paar Wikinger dabei, eben habt ihr auch, glaube ich, schon gemutmaßt. Da sind noch irgendwie Japaner und Inuit und auch noch welche aus dem weiteren Norden. Wir spielen heute, fangen wir beim Chris an, Chris spielt den Ulaf-Clan, dieses rote Deck hier, der für die Wikinger-Tradition da ist, fürs Kämpfen, fürs Erobern, fürs Segeln und Hobby, steht in der Regel, ist das Äxte-Schärfen. Das ist dein Deck. Mein Deck sind die McKinnons hier, die dafür zuständig sind, Schotten, ja, also investieren, Kameraderie, wenn das ein Wort ist auf Deutsch, und natürlich bin ich ein Geizhals, also ich werde mich wirtschaftlich davon bewegen und werde hier, ich habe zum Beispiel auch meine Schiffe hier, ist schon eine Bank, ich habe im alten Zeitalter schon die Bank gewesen hier. Das zeigt schon mal so ein bisschen, wo es hingeht. Und für Leute, die das erste Imperial Settlers schon gespielt haben, es gibt kein Community-Deck mehr. Es gibt keine gemeinsamen Karten mehr, sondern wir haben wirklich nur noch unser eigenes Deck hier. Bestehend aus 30 Karten, meins hier, Chris habt ihr gerade eben gesehen. Und wir starten mit drei Startkarten. Da hat jeder seine drei Felder hier, die ihm bestimmte Fähigkeiten geben. Und ein bisschen anders läuft's.
Normalerweise hat man Handkarten, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Wir starten auch schon mit ein paar Handkarten, dürfen uns aus 5 Karten gleich 3 aussuchen, den wir starten. Braucht gleich aus deinem Deck. Vorher mischen wir es aber nochmal gut, weil manchmal sind die noch einigermaßen zusammenhängend. Sollten wir gut mischen gleich. Und wenn man dran ist, macht man eine Aktion, immer abwechselnd, bis wir beide passen, dann ist eine Runde vorbei. Und das Ziel des Spiels ist, seht ihr hier oben, da ist die fette 25 markiert. Wer zuerst 25 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Dort, wir starten beide logischerweise bei 0 Punkten. Und Ende, wo das einer gemacht hat, das läutet die letzte Runde ein. Also danach gibt es nochmal eine letzte Runde. Sollte das im Laufe der Aktionsphase passieren. So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Sache vergessen. Oh, dein Techniker. Nee, dachte mir. Ja. Uns kleinen sehen. Ja. Da, unsere Gesichter sind viel zu schön, als dass wir sie verstecken müssen. Schadet ja nicht, ne? Mm-mm. Ganz nett. Tag. Sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr mehr von uns? Kann nicht genug von uns haben. Ja. Alles klar. Also, ich merke viel wie Imperial Settlers, aber vieles dann doch nicht, ne? Ja, also ist es durchaus erkennbar, dass es ein Imperial Settlers ist, selbst wenn es nicht auf der Box stehen würde. Neu dazugekommen ist dieser Aktionskreis hier mit 5 Aktionen, die jedes Spiel anders ansortiert werden, aber das ganze Spiel über genau so bleiben. Und statt eine Karte auszuspielen, also eine Karte zu bauen, und die haben oben in der Ecke, ich werde jetzt nicht draufzoomen, aber links sind meistens Baukosten. Ja. oben haben die Baukosten in der Ecke, die kann man ausspielen. Viele Karten haben eine Aktion, dass man die einmal pro Runde aktivieren kann. Aber stattdessen können wir halt auch in diesen Aktionskreis hier spielen. Jeder hat 2 Platzierungsmarker hier. Ich nehme an, also es ist eigentlich Worker Placement quasi. Und wir können hier eine von diesen 5 Aktionen auswählen. Hier ist Segeln, Ernten und so weiter. Und ich kann hier einfach draufspringen, muss dafür nichts zahlen und kann dann in dem Fall zum Beispiel Segeln gehen. Du kannst aber auch hin, also ich besetze das nicht, also es ist nur so ein halber Worker Placement. Und dann können wir unser Marker bleibt dann da drauf, bis wir irgendwann später in der Runde als eine weitere Aktion eventuell eine Nahrung zahlen. Äpfel hier. Und wenn wir eine Nahrung zahlen, dürfen wir einen unserer Marker angrenzend auf eine angrenzende Aktion verschieben. Zum Beispiel hier ist dein Marker von Segeln auf Siedeln hier, Populate. Und dann müssen wir den dabei umdrehen. Das heißt, du kannst jeden Marker in jeder Runde nur 2-mal gebrauchen. Also wenn du genug Nahrung hast, kannst du 4 Aktionen machen Maximum. Ich sehe auch hier ist Explore, ist eine ziehen, eine Karte genau. Bauen. Das heißt grundsätzlich zum Karten ziehen und ausbauen muss ich immer das hier nutzen? Nee, du kannst, also Karten ziehen ist gar nicht so einfach. Manche deiner Handkarten erlauben es dir. Ja, das war beim alten auch schon. Genau, das ist, ja, und am Anfang jeder Runde kriegt man nochmal Karten auf die Hand, quasi für umsonst. Bauen kann man immer, aber es kostet halt. Aber hier steht Construct, Build one card for free. Also musst die Kosten nicht zahlen. Also das sind zusätzliche Aktionen, die ich machen kann? Genau. Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit der Basisaktion und Basisrunde mal an. Ne? Also wir können auch, wenn du möchtest, einfach das Spiel loslegen und spielen wir mit offenen Handkarten. Ja. Würde ich sagen. Ne? Ja. Dann mischen wir nämlich gerade mal unser Deck oder unsere Deck-Mehrzahl. Du hast das erste Imperial Settlers aber gespielt, ne? Ich habe es nämlich hier aus deinem Schrank einmal hinter uns rausgeholt gerade. Wusstest du übrigens, das kommt gleich in einer kurzen, wenn er technische Schwierigkeiten hat. Ich glaube, da ist im Karton was versteckt. Wusstest du das? Dass Imperial Settlers irgendwie unterm Einsatz was hat, glaube ich. Nee. Ja, gucken wir gleich. Ich glaube schon. Nee. Ich glaube, ich habe da schon alles rausgeholt. Okay. Gleich mal gucken. So. Was guckt er jetzt? So, dann mache ich das gleich mit meinem. Ich habe auf jeden Fall alles gesleeved, aber dafür nicht. Nein, hier ist nichts. Fake News, Leute. Der Donald Trump neben mir. Dann war es aber in der englischen Originalversion. Das habe ich nämlich eben bei Board Game Week nachgelesen. Ja, die Leute wollen das Spiel sehen, du machst nur Spürkes. Das kennen wir doch von hier von der Berlin. Ja. Also, wir ziehen 5 Karten und müssen oder dürfen 3 davon auf der Hand behalten. Kannst du jetzt alle mal angucken. So, wir fangen mal bei dir an, was du da so hast. Mal natürlich bin ich nicht drin. So.
Also hier oben, die drei sind meine Startkarten, die habe ich schon gebaut. Hatte ich. Mhm. Und jetzt habe ich hier 5 Karten auf die Hand gezogen. Ich denke mal, das ist wieder, das kriegt man als Einkommen, ne? Genau. Aber ich weiß schon, Einkommen gibt es nicht am Ende der Runde? Einkommen gibt es nicht am Ende der Runde. Einkommen gibt es immer nur dann, wenn du aktiv erntest. Also wenn du eine Aktion dafür ausgibst zu... Ich habe dir eben gerade deine Nahrung geklaut hier. Ach, der Schummler. Ja, so billig. Und man startet aber mit den Feldern. Also du hast ja schon 3 Felder hier zum Beispiel gebaut bei dir. Ich habe auch 2 Felder und hier noch so eine Bank. Das ist meine Spezialfähigkeit. Aber man startet einmal mit allen Rohstoffen von allen Feldern. Also habe ich hier 2 Nahrung von dem Feld und ein Gold und eine Gold hier. Ja. Und jetzt habe ich 5 Karten hier, die ich, wo ich 3 von behalten darf. Die restlichen kommen auf den Ablagestapel. Und ihr seht, da sind relativ komplizierte, oder zumindest kompliziert aussehende Fähigkeiten dabei. Sind aber eigentlich gar nicht so schwierig. Bei meinem Deck ist eine Besonderheit, ich kann was... hier Storage, also ich kann was speichern. Ich kann über eine Aktion hier einen Arbeiter ausgeben, um dann einen Stein einer Karte zuzuweisen und dafür einen Siegpunkt. Ja. Und wenn ich was gespeichert habe auf der Karte am Anfang jeder Runde, kriege ich da was für. Also dadurch, dass ich was speichere, kriege ich quasi Dividenden von meinen eigen gespeicherten Sachen. Also ich habe wirklich mehrere Bankmissionen hier. Deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten hier. Dann... Man kann auch immer ein bisschen danach gehen, das ist bei der Karte relativ einfach zu sehen. Hier ist so ein Punkt auf diesem Gebäude drauf. Die Karte ist relativ selten, das heißt, die ist nur einmal im Deck drin. Ja. Die Karte hier hat 3 Punkte, das heißt, die ist 3-mal im Deck. Also wenn ich die abschmeiße, weiß ich, die werde ich irgendwann wahrscheinlich nochmal ziehen. Die hier ist relativ selten, also werde ich die auch behalten. Ja. Ich sehe gerade bei dir schon ziemlich viel Text auf den Karten. Mhm. Dein Volk ist wahrscheinlich eher eins von den anspruchsvolleren. Ich weiß gar nicht, also da gibt es bei Boardgame Geek tatsächlich Streitereien, ob die jetzt komplizierter sind oder nicht oder einfacher zu spielen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Gusto der Spieler. Deins ist, glaube ich, tatsächlich empfohlen fürs erste Spiel. Alles klar. Dann gucken wir mal ein bisschen mehr bei mir, genau. Damit die Leute auch nicht abhängen. Mhm. Also ich sehe hier, meine Startgebäude bringen mir vor allem Ressourcen. Ja. So, dann sehe ich hier, ich kann einen Raid veranstalten. Genau. So, Sale to Play, das heißt, ich muss diese Sale-Aktion hier wahrscheinlich machen, um die dann zu spielen. Um die Karte auszuspielen, aber sie kostet dich sonst keine Rohstoffe. Ja. Das heißt, du kannst sie einfach ausspielen, sobald du mit deinem blauen Marker irgendwann mal hier das Segeln benutzt hast. Ja. Das ist schon eine Sache, die du vielleicht nehmen könntest. Ja. Dann die Walküre, die du hast als zweite Karte, da kannst du einen Arbeiter ausgeben. Und Arbeiter gibt man immer nur temporär aus, die kriegt man dann am Ende der Runde wieder. Also du startest mit 5 Arbeitern, aber auf die hast du jede Runde Anspruch. So, ich sehe hier, ich muss einen Arbeiter ausgeben, ich wähle eins meiner Schiffe, um auf dem Expeditionsboard. Das ist oben das genau. Hier. Ja. Mhm. Alles klar. Da darfst du dann quasi eine Insel, hier gibt es Inseln, die wir besuchen können, sofort nicht erobern, aber plündern. Es gibt, du kannst dich bei jeder Insel kannst dich entscheiden, möchtest du das plündern, also nur einmal Rohstoffe bekommen, in dem Fall hier zum Beispiel Fisch, Schaf und einen Siegpunkt, oder möchtest du die erobern, dafür kriegt man weniger Rohstoffe, aber eine Fähigkeit, die man hat, bis zum Ende des Spiels. Die sind manchmal auch gut. Da liegen immer 2 aus von jeder, das sind die nahen Inseln, die sind ein bisschen einfacher zu erobern, und die fernen Inseln, die geben mehr Rohstoffe, sind dafür aber auch, muss man ein paar mehr Rohstoffe ausgeben, um die zu bekommen. Ja, ich auch. So, hier, das kostet mich einfach 2 Holz. Ich muss wieder einen Arbeiter ausgeben, kriege eine Axt. Genau. Also diese hier. Oder Fisch oder Siegpunkt. Alles genau, also bist du relativ flexibel, ja. Da kriegst du. Genau, und diese Kürbisse, da hast du schon 3 von. Das ist das gleiche wie deine Startfelder. Das kriegst du quasi jedes Mal, wenn du erntest, kannst du dir ein Feld aussuchen und das dann abernten. In dem Fall würdest du dann Äxte bekommen. Äxte sind ein bisschen was für einen Angriff und man kann auch diese Inseln damit erobern. Und hier haben wir auch wieder ein Haus, das ist genau das gleiche wie hier. Genau. Ne? Also ich merke, was konnte man mit den Äxten konnte man erobern? Mit den Äxten kannst du entweder mich angreifen, heißt aber nur, du kannst eins meiner Aktionsgebäude erschöpfen für diese Runde. Ja. Also das ist tappen wie bei Magic oder was auch immer, ne? Oder um 180 Grad oder 90 Grad drehen. Auf jeden Fall zeigen, dass es benutzt ist und ich kann es diese Runde nicht mehr benutzen. Ansonsten kannst du damit die Inseln angreifen, beziehungsweise erobern. Mhm. Ich glaube, du hast genug Möglichkeiten in deinem Deck, um an diese Dinger zu kommen, um an die Äxte zu kommen. Also ich würde dir empfehlen, du brauchst nicht unbedingt dieselbe Karte doppelt. Ja. Am Anfang sollte man wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Rohstoffjagd gehen, als direkt auf Siegpunkte. Aber irgendwann muss man halt den Schalter umlegen und auch
Rohstoffe mal ein bisschen vernachlässigen und Siegpunkte sammeln, weil irgendwann möchten wir 25 Punkte bekommen. Ja. Vielleicht mal, hier war schon die Frage so, hier wie Imperial Settlers, nur 2.0, was ist so der wesentliche Unterschied? Also ich habe schon festgestellt, Runden ja, aber es gibt nicht mehr am Ende der Runde irgendwie automatisch Ressourcen, sondern die muss man sich explizit hier eine dieser Aktionen holen. Runde hat man also quasi immer zwei, wenn man Nahrung ausgibt, noch eine weitere. Genau. Das heißt maximal 4 von diesen Unterstützenden. Genau. Ansonsten macht man einfach Aktionen so lange, wie man wahrscheinlich hier Arbeiter und Ressourcen hat. Genau, das ist schon ähnlich wie beim ersten Imperial Settlers, aber es ist weniger Buchhaltung. Weil da war es ja immer so, das fand ich auch ganz merkwürdig, man musste immer alle Rohstoffe abgeben am Ende der Runde und am Anfang der nächsten Runde hat man wieder welche bekommen. Anstatt, dass man sie einfach behalten hat, fand ich ein bisschen merkwürdig. Hier ist es viel einfacher. Also man behält die Rohstoffe immer und man muss die ernten, wenn man ein Feld abernten will. Also Äxte zerstören keine Karten mehr, die werden einfach benutzt sozusagen, du kannst sie dann nicht mehr nutzen. Genau, das war gerade eine Frage auch von Daniel im Chat, genau. Also die Äxte, mit denen kann man keine Gebäude mehr zerstören. Nein. Zumindest mit den Völkern, mit denen ich bisher gespielt habe. Auch also das ist, ne, ist vielleicht... Also 3 Karten kann ich behalten. Ich kann hier die Valkyrie, der Quick Rate ist cool. Und ich nehme mal die Haunting Trophies, weil die ist für mich, glaube ich, recht flexibel. Ich kann dann halt, ne, einen Arbeiter ausgeben, kriege eine Axt, einen Fisch oder halt einen Sieg. Genau, ja. So, Guardhouse kommt sehr häufig. Das kommt auch sehr häufig. Machen wir das mal. Ja. Der Rest kommt irgendwie weg. Ablagestapel, genau. Auf einen Ablagestapel packen wir einfach hier irgendwo hin, genau. Mhm. Das wäre meine Hand sozusagen. Genau. Und mein so, ja. Wahrscheinlich brauchen wir hier gleich mehr Platz. Ja, es kann schon ein paar Mal sein, dass ein paar Karten gebaut werden im Laufe des Spiels, ja. Und dann, hier ist der Erstspielermarker. Ich habe mir mal erdreistet, den Erstspielermarker mit dem tollen Yeti an mich zu reißen. Aber das war nur das Setup. Jetzt, am Anfang jeder Runde, ziehen wir nämlich 4 weitere Karten von unserem Deck. Bisschen Licht verschärfen gerade. Das reflektiert auf dem Tisch, das will ich nicht. Damit ihr auch was sehen könnt. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. So, am Anfang jeder Runde kommt nämlich die Lookout-Phase. Da kriegen wir neue Karten auf die Hand. Also du und ich machen das gleichzeitig. Wir ziehen jetzt 4 Karten nach von unserem Deck. Auch schon in der ersten Runde? Auch schon in der ersten Runde, ja. Und jetzt ist aber die Sache, die kannst du dir nochmal angucken. Können wir auch gleich nochmal drüber gucken. Aber jetzt, um die zu behalten, musst du deine Arbeiter erschöpfen. Also wenn du eine Karte auf die Hand tun möchtest, musst du, also für jede Karte, die ich behalten möchte, sagen wir, die gefällt mir, muss ich einen Arbeiter hier auf mein Plättchen legen und ich habe bis zum Ende der Runde keinen Zugriff mehr auf meine Arbeiter. Das kann ich halt bis zu 4-mal machen, also bis zu 4 Arbeiter könnte ich quasi erschöpfen. Ja. Rüber. Eine nehme ich auf jeden Fall, die sieht ganz gut aus. Ja. Wie schnell kommt man so durch dein Deck durch? Also schafft man das in der Partie, auf alle dran zu kommen? Also ich habe es einmal jetzt bisher geschafft, aber das Deck von denen hat sich auch dazu geneigt. Ich durfte häufig da Karten raussuchen. Ah, ich glaube, normalerweise kommst du vielleicht gerade einmal durch, wenn überhaupt. Ja. Also ich habe schon wieder vergessen, was die gleichen Symboliken jetzt nochmal bedeutet haben. Wir haben alle Spieler haben ein gleiches Symbol. Das sind diese Kürbisse, das sind Felder. Ansonsten hast du deine eigenen Symbole und ich habe meine eigenen Symbole. Ja. Die überschneiden sich nicht. Was bringen die mir? Was heißen die? Dann nehmen einfach nur Kartenbezug drauf. Also ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, was dein Deck macht. Das ist alles, klar. Alles durch die Karten. Das ist nur eine Klassifizierung. Genau. Du kannst zum Beispiel Häuser oder hier dann diese Schornsteine bauen und manche Karten geben dir dann eventuell Punkte für Schornsteine, die du gebaut hast oder bestimmte Ressourcen für... Guck mal, die ist selten. Die sagt, jedes Mal, wenn ich segeln gehe, dann... Dann darfst du einen Arbeiter ausgeben, um Schiffe... Wir werden die Schiffe gleich, der zuerst kommt, darf zuerst angreifen. Und du darfst in der Reihenfolge eventuell nach oben springen, um zuerst eine von diesen Karten wegzuschnappen. Also, ach komm, die klingt ganz cool. Vor allem ist es, ne, so ein Feature, diese Feature-Karten sind deswegen ganz schön, weil du kannst du jederzeit benutzen und die bleiben dir dein ganzes Spiel. Also je früher die du ins Spiel bringst, desto öfter kannst du die benutzen. Also vielleicht keine schlechte Idee, ja. Ich werde 2 Karten behalten bei mir hier. Werd dementsprechend 2 Arbeiter auf... Der Rest kommt auf die Ablage? Der Rest kommt auf die Ablage, genau. Haben wir erstmal keinen Zugriff mehr drauf. Während der Chris... Ah ja, ich sehe, da ist tatsächlich immer noch ein bisschen. Ist besser. Ja, ist bei dir, ne? Ich beim nächsten Mal versuchen hinzukriegen.
Ja, die Pflanzen, Sven, sehr gute Frage. Die habe ich da als Deko mitgebracht. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie hier gefunden und habe sie draufgestellt. Die sind toll, finde ich. Kleines, nettes Anekdötchen. So, ich habe 5 Karten auf der Hand. Wir haben die Lookout-Phase hinter uns gebracht. Du hast eine Karte behalten, sehe ich. Genau, den Arbeiter zu Recht ausgegeben hier erstmal. Und jetzt fängt das Spiel wirklich an. Wir sind in der Aktionsphase und machen immer abwechselnd Aktionen. So. Und ich werde zuerst mal diese Karte hier bauen. Kommt ganz gerne mal zeigen. Genau, perfekt. Diese hier, die Storage Ships. Das ist auch eine Feature-Karte, wie der Chris euch eben auch schon gezeigt hat. Ich muss einen Stein dafür zahlen. Steht hier oben. Spend to build einen Stein. Ich habe keinen Stein in meinem Board. Aber Gold ist ein Joker. Gold kann ich für jeden Rohstoff ausgeben. Und damit habe ich das gebaut. Und das sagt mir, jedes Mal, wenn ich so eine Insel hier pillage, pillagen ist plündern, genau, dann darf ich eine von den Rohstoffen quasi in meine Bank einzahlen. Eine Bank habe ich hier schon, meine Royal Bank, mit der bin ich gestartet. Und das war mein Zug. Also Züge sind wirklich bei dem Spiel extrem, extrem schnell. Und jetzt warten wir alle auf den Chris. Da wäre. So, ich habe nämlich gerade nochmal, Licht ist immer noch nicht optimal. Ja, wenn du dich überbeugst, glaube ich, verdeckst du das so ein bisschen. So, beim nächsten Mal optimiere ich das. Wir nehmen einfach die Handykamera. Die beiden Pflanzen waren vorher Bierflaschen. Letztes Mal warst du hier Bierflaschen? Ich werde mit Fassbrause abgespeist hier. Was ist das denn? Alles klar. So, was kann ich tun? Ich war ja hier... Licht du an. Kannst eine von 4 Sachen machen. Entweder einen deiner Nupsis hier, deiner Leiter, um so eine Aktion zu aktivieren. Du kannst eine Karte ausspielen, die musst du natürlich bezahlen dann. Mhm. Oder du kannst einen, was du momentan nicht kannst, aber hättest du eins von diesen Wärtern, haben wir ja eben gezeigt, dann dürftest du eine meiner Karten deaktivieren, dass ich nicht mehr benutzen kann. Oder du kannst passen, um deine Runde zu werden, was ich jetzt noch nicht empfehlen würde. Ja. Ich halte mal kurz. Also, eine kleine Empfehlung vielleicht. Irgendein Gebäude mal auszuspielen macht immer Sinn, ne? Ja. Vor allem, damit du weitere Aktionen, also zum Beispiel die dritte Karte hier, die du auf der Hand hast, die kostet zwar 2 Holz, aber die gibt dir halt die Flexibilität für einen Arbeiter, noch Fische zu bekommen oder Schwerter zu bekommen oder halt Siegpunkte zu bekommen. Erstmal macht es natürlich immer Sinn, ein bisschen Ökonomie aufzubauen, statt direkt schon die Siegpunkte einzubauen. Genau, aber jetzt hast du sogar schon die Qual der Wahl. Möchtest du wirklich deine beiden Holz ausgeben? Die hast du, das sehe ich, in deinem Vorrat. Oder einen deiner Arbeiter, also deiner Aktionsmarker, auf diese Construct-Fähigkeit hier tun. Und die umsonst bauen. Dann dürftest du sie umsonst bauen. Würdest also direkt 2 Holz sparen. Mach ich. Dann mach da. Baut. Genau. Okay. Und hier, da muss man sich ein bisschen konditionieren. Er hat die zwar jetzt gebaut, er hat jetzt auch Anspruch auf diese Aktion, aber das Bauen war deine Aktion. Das heißt, jetzt bin ich wieder dran. Also es sind wirklich knackig, schnelle Aktionen. Genau. Ich könnte ihn nicht direkt auch tun. Du kannst nicht direkt auch tun. Einfach eine Aktion, die ich machen kann in meiner Runde. Genau. Das heißt, wenn ich gemein wäre und ein Schwert hätte, könnte ich jetzt zum Beispiel auch direkt mein Schwert ausgeben und die erschöpfen, auf die Seite drehen, sodass du sie nicht mehr benutzen kannst für diese Runde. Habe ich nicht, möchte ich auch gar nicht, weil das wird mir nicht gefährlich, das Ding da. Ich werde jetzt... ich glaube, ich werde auch mal hier sowas. Und zwar bin ich zwar mit meinen Handkarten ganz zufrieden, aber ich... Viele meiner Karten bedingen Gold. Mein einziges Gold habe ich gerade ausgegeben. Das war vielleicht ein Fehler. Aber dann mache ich, pass auf, ich wähle auch einen meiner Aktionsmarker und gehe auf Explore, also erforschen und ziehe eine weitere Karte auf die Hand. 5 Handkarten. Ne? Trade Deal, dann kann ich Arbeiter ausgeben, um bei meiner Güter von der Bank runter also mir selber auszuzahlen. Siegpunkte. Ja, auch das ist jetzt noch nicht optimal, aber das war meine Aktion. Chris ist dran. So, solange ich noch Arbeit habe, kann es ja losgehen, ne? Ja. Ich meine, ich könnte ja auch einen einsetzen. Ne, den Stein könnte ich ja einsetzen, um auch mir neue Ressourcen zu holen, ne? Genau. Du kannst auch deine Nahrung ausgeben, deinen Apfel, den du da noch hast im Vorrat, um den hier noch entweder auf Explore oder auf Populate, also auf Forschung, auf Siedeln zu. Ich mach das mal, also ich hau die weg, dann springe ich mit ihm auf Explore
Und ziehe eine neue? Eine neue, die in deine Hand geht, genau. Die geht einfach in die Hand. Und der Chris hat es direkt richtig gemacht. Er hat seinen Marker dann umgedreht. Hier ist so ein X drauf, als Zeichen, dass er den diese Runde definitiv nicht mehr benutzen kann. Mhm. Deine Aktion. Ich werde auch hier anmelden. Ich habe ja, ich starte hier mit zwei Nahrung. Abgeben in den Vorrat, um meinen angrenzend auf Harvest, also ich ernte und werde meine Goldmine abernten. Gold und ein. Dann bei mir, ich komme weiter. Macht Sinn, irgendwie am Anfang auch viel rauszuhauen? Ich sehe hier diese Expedition. Das heißt einfach nur, ich wandere hier weiter. Muss ich da schon bestimmte Kampfkraft haben? Ja, vielleicht. Also was du machen kannst, ist einfach, du kannst sie einfach angreifen, einmal rucki zucki, dann sind die weg. Dafür kriegst du dann meistens einmal Rohstoffe oder Siegpunkte. Ja, ja. Dafür für mich würde es aber Sinn machen, eher die zu erobern, ne? Weil ich ja sowieso einer bin, der gut Äxte bekommt. Genau, aber dafür brauchst du halt erstmal eine Axt. Ja, krieg ich hin, guck mal hier. Wenn ich das Ding, nee, wo war's hier? Genau, Aktion. Ich gebe einen Arbeiter aus und bekomme eine Axt. Genau, die Axt gebe ich dir. Und dann ist wichtig, dass du die Aktion markierst, indem du genau die Karte tappst. Genau. Ich habe endlich mein Gold, was ich brauche. Und zwar werde ich meine Bank aktivieren hier. Um Aktion, ein Gold dem zuweisen. Zuweisen heißt immer, ich muss das auf dem Lager, auf der Karte, die ich aktiviere. Und dafür kriege ich, das stand hier eben, ein Gold zuweisen und dafür kriege ich einen Punkt. Das heißt, ich bin auf dem Brett und bin beim ersten Siegpunkt angelangt. Noch 24, dann habe ich gewonnen. Ja. Downtime scheint allgemein recht gering zu sein. Super, super wenig, super wenig. Ja. Die Züge sind einfach extrem schnell. Ja. Also manchmal gibt es Züge, Techniker Gaming hat gerade gefragt, wo es ein bisschen länger dauert, aber das sind dann diese Züge, wo man wirklich denkt, ah okay, jetzt macht der Gegner gerade was Großes. Was plant der da? Die kriege ich nur einmalig, ne, wenn ich es baue. Die kriegst du, wenn du es baust und es ist aber ein Feld, Einkommen. Das kannst du ernten. Ja, ich sehe es grad. Über die Harvest-Fähigkeit hier. Komm, das mache ich. Also, ich constructe, weil hier steht ja drauf, um das zu bauen, muss ich es construct. Genau. Diese Aktion hier machen. Genau. Heißt, das baue ich hier, dann bist du wieder. Und aber, dadurch, dass du es constructed hast, die Felder produzieren immer sofort einmal, wenn du sie gebaut hast. Oh, awesome. Ja. Also ich habe natürlich nicht drauf geachtet, was ich jetzt mache. Aber ich zeige euch einfach kein mal. Problem. Ich zeige euch einfach mal das Regeln. Also bis jetzt gefällt mir die echt coole, die kurze Downtime. Ja. Ne? Ich glaube, beim ersten Imperial Set, das war ja so, da macht einer seine ganzen Züge in einer Runde irgendwie, ne? Ziemlich viele. Wie war das? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war es auch, dass die Leute. Aber die konnten sich manchmal schon was hinziehen. Ja, ja. Die konnten sich manchmal schon durchaus was hinziehen, ja. Aber es ist schon kürzer hier, ja. Und man, es ist nicht so viel Interaktion, die einen wegnehmen kann. Jo. Danke für die Infos. Ich lese die nebenbei. Wird verbessert. Also ich segel jetzt mal. Es macht für mich jetzt spielerisch nicht den meisten Sinn, aber ich möchte es euch gerne mal zeigen. Und zwar setze ich meinen Aktionsmarker aufs Segeln hier. Und da steht eins meiner Schiffe. Das hier darf ich jetzt auf dem Expeditionsbrett. Hier, so hier. Ich könnte dem jetzt noch Nahrung, also Proviant mit auf den Weg gehen, hier auf die Ferneninsel Zugriff habe. Mache ich nicht. Ich könnte denen auch noch Waffen mitgeben. Ich habe keine Waffen, du hast die ganzen Waffen. Das heißt, ich schicke mein Bankschiff einfach so los und gucke mal, was ich dafür nachher bekomme. Und am Ende der Runde wird aufgelöst, was wir dann davon bekommen. Aber das war es quasi jetzt erst für mich. Für diese Aktion. Nicht am Zug. Oh, Äxte habe ich ohne Ende. Ich könnte jetzt. Oh, Nahrung habe ich nicht. Aha, habe ich jetzt. Das war ein bisschen dumm, ne? Das heißt, ich kann auch nicht harvesten. Ja. Weil ich kein Steinchen mehr habe, ne? Das ist richtig, ja. Ja, das war irgendwie schlecht kalkuliert. Habe ich überhaupt noch Aktivität? Ich könnte eine Karte ausspielen. Holz habe ich noch. Ja. Ja, die baue ich hier mal. Kostet mich ein Holz. Ja. So, dann könnte ich zumindest gleich. Da kannst du. Achso, das ist. Deine. Ihr seht das nicht, sorry.
Ton ist immer bei mir ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Merk schon, ich brauche jemanden, der hier die ganze Zeit nur den Producer macht. Ja. Genau, ich dachte gerade, also ich müsste erst ein Schiff auf dem Board haben, ne? Um das dann. Um die Aktion sinnvoll nutzen zu können, genau. Ja, klar, das ganze ist quasi Spiel gefällt. Das ist quasi eine vorbereitende Aktion. Aber wir fangen auch von vorne an. Nein. Bei mir läuft es auch nicht gut. Bei mir läuft es auch nicht gut. Aber vorbereitende Aktion erstmal. Also so läuft es schon mal eigentlich nicht. Dann zeige ich, wie es nicht geht. Ich werde. Ich habe noch einen unbenutzten Aktionenbagger, beziehungsweise einen, der noch nicht auf der X-Seite ist. Und ich habe noch eine Nahrung, die hattest du nicht. Die gebe ich jetzt aus, um auf eine angrenzende Aktion zu bringen. Und werde hier auch nochmal auf Harvest gehen. Also man kann auch durchaus, seht ihr, zweimal auf derselben Aktion sein. Und werde eins meiner Felder abernten. Und werde wieder meine Goldmine nehmen. Zack. Und eine Aktion. Dann, ja, so viel kann ich gar nicht mehr machen. Ja, beim Chris nähert es sich jetzt fast schon dem Ende. Er kann noch, ja, das kann er nicht. Ich könnte hier den Sturm ausspielen, einfach nur, aber es schadet ja nicht, die auch zu behalten, ne? Also, es hat mir für die Runde keinen Vorteil dann. Richtig, das ist richtig. Ich kann dir auch die nicht wegnehmen, deine Handkarte, ja. Von daher. Das heißt, du passt? Ja, ich passe. Okay. Passiert erstmal nichts, außer dass er jetzt sicher ist vor meinen Angriffen. Also, sollte ich noch irgendwelche Werte haben, dann kann ich dich jetzt damit nicht mehr nerven. Mhm. Aber auch bei mir wird gleich das Passen losgehen. Ich glaube nämlich, dass ich das auch gleich mache. Kann ich noch irgendeine Aktion einmal nutzen? Ja. Ich glaube, ich mache das gleich. Ich passe auch. Und dann kommen wir zu dieser Expeditionsphase, wo bisher nur ich auf dem Brett vertreten bin in dieser Runde. Und wir würden von oben nach unten durchgehen. Bin ich jetzt natürlich der einzige Spieler. Ich habe keinen Fisch mitgeliefert, um auf die Distant Islands, also die weit entfernten Inseln, Zugriff zu haben. Die rechts auf der Seite. Genau, das sind die rechten Inseln hier. Da habe ich auch mal einen Fisch hingelegt als Zeichen. Da muss man Fisch dazu tun, um überhaupt Zugriff auf die zu haben. Und ich habe auch keine Waffe, keine Axt dazu getan, um dieses Conquern, also die zu erobern. Also ich werde die wirklich nur einmal schnell ausrauben und dann was dafür bekommen. Ich habe auf die beiden hier Zugriff oder kann blind eine vom oberen Deckstapel ziehen. Aber mir gefällt besser, ich brauche gleich Steine. Das heißt, ich werde hier diese Park Islands Pigeon ausrauben und kriege dafür zwei Steine und einen Siegpunkt. Das heißt, ich kriege meinen zweiten Siegpunkt. Das heißt, wer hier weiter ist, hat nur den Vorteil, dass er zuerst aussucht. Genau, genau. Ansonsten sollten beide zum Beispiel schon weg sein und da kommt noch ein dritter Spieler und der möchte eine nahe Insel erobern oder ausrauben, kann er einfach blind hier die Oberste ziehen. Aber er weiß nicht, was ihm quasi da entgegenkommt. Das war quasi die Expeditionsphase. Am Ende der Runde werden noch dort. Welche hast du jetzt genommen? Ich habe die Shark Island, aber ich habe die nicht für ihre. Ich habe die nicht für ihre dauerhafte Aktion genommen oder ihre Fähigkeit, sondern ich habe einfach die beiden Steine und einen Siegpunkt genommen. Mich hier noch. Und dann werden die Karten abgeworfen. Das war quasi wirklich jetzt die komplette erste Runde. Das heißt, wir kommen ein bisschen zu dieser Aufräumphase, die ist aber wirklich ganz kurz. Wir kriegen ja alle unsere Arbeiter wieder. Du hast ja hier benutzte Arbeiter, ich habe benutzte Arbeiter, die kriegen wir wieder. Wir drehen alle unsere Karten wieder normal, die wir mal aktiviert haben. Dann decken wir neue Inseln auf, zwei neue nahe, zwei neue ferne Inseln. Der Marker wandert im Uhrzeigersinn weiter, der Yeti bist du jetzt. Wir kriegen unsere Nupsis hier wieder, das waren deine, genau. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die nennen soll, weil Arbeiter ist verwirrend, weil das sind die Arbeiter, das hier sind die Aktionsmarker, obwohl es ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Arbeiter sind, die einem hier zur Aktion befähigen. Ist jetzt wieder hier diese Lookout-Phase? Genau, jetzt kommt die Lookout-Phase wieder. Also wir ziehen wieder vier Karten. Und auch jetzt müssen wir wieder, wenn wir die behalten wollen, in unserer Hand müssen wir Arbeiter ausgeben. Fangen wir bei dir an. Ja. Oh, die gefällt mir gut. Hier kann ich nämlich, ich habe nämlich gerade zwei Steine bekommen. Die kann ich direkt gebrauchen. Und dafür gebe ich auf jeden Fall einen Arbeiter aus. Die komme ich in die Hand. Und ihr seht schon, ich habe hier unten inzwischen sechs Karten auf der Hand mit der jetzt gerade. Es kann schon mal passieren, dass man irgendwie sechs, acht, zehn Karten hat und dann denkt, die kriege ich doch gar nicht alle gespielt. Manchmal kriegt man sie gespielt, manchmal nicht. Das hier.
Die anderen gucke ich mir gar nicht erst an. Ich werde nur versucht, die doch noch zu nehmen. Ja. Die beiden nehmen. Unser Techniker, der fragt gerade, spielen die sich sehr unterschiedlich? Ich glaube, die spielen sich extrem unterschiedlich. Extrem, ja, ja, wirklich. Aber muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, ich habe das Deck auch noch nicht gespielt. Hier das Ja. Aber so, das geht ja dir genauso. Ich würde mal sagen, wir gucken mal bei mir drauf, ja, weil ich bin ja eher so die Rasse, die ein bisschen leichter unterwegs ist. Genau. So, die habe ich eben schon mal gesehen. Also zwei verschiedene Ressourcen ausgeben für 3 Siegpunkte. Klingt erstmal nicht schlecht. So, die finde ich aber auch cool. Jedes Mal, wenn ich erobere, bekomme ich einen Siegpunkt und eine Goldmünze. Das ist super. Die ist selten. Ich habe das Gefühl, das ist so die Backbone meines Decks. Mhm. Ne? Die so, würde ich mal überlegen, vielleicht im... Die sollte ich nehmen. Ja, das finde ich auch spannend. Also ich gebe einen Arbeiter aus und, was ist das, Popcorn? Ein Schaf. Schafe, also die gibt es auch irgendwo. Ja, also ich sehe, die kriegt man nur, wenn man hier erobern geht. Häufig, nicht? wenn man erobert, genau. So, und dann kriege ich einen Stern für jedes Schiff auf meinem Expedition-Board. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Siegpunktgenerator. Sogar nicht nur auf deinem Expeditionsboard. Es gibt nämlich nur ein Expeditionsbrett. Oh, übrigens, hier ist noch das von mir. Das kriege ich zurück. Also meine Schiffe kriegt man zurück. Sondern das heißt, wenn viele Spieler oder ich jetzt häufig auf dieses Expeditionsbrett gehe, kriegst du dafür Punkte, solltest du es aktivieren. Das auch was. Doch, die behalte ich auch. Mehr kann ich mir wahrscheinlich gerade nicht leisten. Ja, man muss halt immer abwägen. Das finde ich eine sehr interessante Variante bei dem Spiel. Möchte man seine Arbeiter für die Aktionsphase noch haben? Oder möchte man die jetzt ausgeben, um Karten auf die Hand zu bekommen? Auf jeden Fall eine interessante Entscheidung. Finde ich auch. Viele Optionen sind ja auch nicht schlecht. Genau, aber man sieht ja jetzt, du hast 2 Dreierkarten auf der Hand, die es noch zweimal in deinem Deck geben wird. Oder schon gegeben hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Der Abwurfstapel wird irgendwann wieder reingemischt, wenn man durch ist. Es gibt durchaus Karten, die das einen machen lassen, dass man sein Deck nochmal zusammenmischen kann. Sogar Karten raussuchen kann manchmal. Weil die beiden Arbeiter abgegeben, legalerweise, um die Karten auf die Hand zu nehmen. Ja. Manchmal, also wenn du durch das Deck bist, darfst du aber auch deinen Ablagestapel mischen, um dann die Karten wieder auf die Hand zu nehmen. Hm. Die hier. Um einen neuen Ziehstapel zu haben. Und dann machst du die erste Aktion dieses Mal. Du hast den Yeti vor. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen schlauer überlegen. Also. Das liegt dir nicht so, ne? Glaube ich. So, Nahrung habe ich nicht mehr. Das wäre aber gleich ganz wichtig für hier. Äxte habe ich ordentlich. Ja. So, damit kann ich ja hier fett plündern. Ne? Und ich glaube, das macht für mich ja Sinn, weil umso früher man diese Karten ja hat, umso länger haben die halt einen Effekt für dich. Genau. Dazu hat, wenn du die Äxte wirklich benutzt, um so eine Karte an dich zu reißen, um so eine Insel zu erobern, gibt es immer noch so einen Building-Bonus, der ist da unten drauf. Das ist hier immer ganz unten rechts drin. Das heißt, Building-Bonus heißt einfach nur thematisch, sobald die Karte in deinem Reich ausliegt, sobald du die erobert hast, kriegst du das, was da unten drauf steht. Zum Beispiel hier ist das ein Holz und eine Nahrung, was du ja jetzt brauchst. Problem ist nur für dich jetzt, du kriegst das zwar, aber erst am Ende in der Expeditionsphase. Also musst du jetzt quasi... Ich kann damit nicht planen, aber für die nächste Runde. Für die nächste Runde ist es super, genau. Ja. Aber ich kann dir auch empfehlen, wenn du Nahrung brauchst, ne, du hast ein Feld, wo ich dich daran erinnern kann, was du schon gebaut hast, ganz oben rechts bei dir in der Auslage, was dir Nahrung bringt, wenn du es landest. Abwechslung denke ich gerade sogar mal nach, was ich mache in meinem Zug. Mhm. Das sollte man natürlich machen, nur wenn man dann so live spielt und probiert zu erklären. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr dauernd live spielt abends. So, ich würde sagen, ich gehe segeln. Mhm. Also das würde ich diese Runde auf jeden Fall machen. Ja. So, ich habe nämlich hier so ein paar Karten, die das unterstützen. Das heißt, es macht Sinn, das Boot schon mal ins Wasser zu schicken. Genau, und du musst dich aber jetzt entscheiden. Möchtest du dem Fisch mitgeben, damit es auf die... rechte Seite geht? Auf die rechte Seite gehen kann. Du kannst auch dich trotzdem entscheiden, auf die linke zu gehen. Ja. Dann ist der Fisch zwar weg, aber du hast quasi Flexibilität, alle 4 Karten zu nehmen. Egal. Und du musst auch jetzt schon den Waffen mitgeben. Du schickst sie quasi jetzt los und du musst dich jetzt entscheiden, was wollen die machen. Die dann irgendwann erobern oder was anderes, plündern oder erobern. Cool, das klingt auch ganz gut. Also ich kann hier meinen Arbeiter... Also, ich kann 3 Arbeiter ausgeben, um jeweils eine Ressource von 3 meiner Ertragsfelder zu bekommen. Klingt auch nicht schlecht. Und? Kannst du quasi mit einer Aktion nochmal 3 Felder abwerben. Kommt man eigentlich an weitere Arbeiter? Ja, das ist dieses Siedeln hier, Populate. Du kannst einen aus dem Vorrat nehmen und den hast du dann permanent Zugriff in deinem Arbeiterlager quasi. Ja. Arbeiterlager ist politisch. Das ist einfach nur Arbeiter. Jetzt wird das Video gesperrt. So. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. YouTube. So, ich merke aber auch, aber hier um Gebäude bauen zu können, muss ich ja auch erstmal an Steine kommen. Ne? Und ich sehe gerade, Steine kriege ich auch gerade nur hier.
Oder du wählst die Construct-Fähigkeit und kannst einmal umsonst bauen. Du hast recht. Danke für den Hinweis. Sehr gerne. Ja. Muss man halt auch immer abwägen. Aber du hast ja auch das gemacht. Du musst jetzt nur dich entscheiden, möchtest du denen was mit auf die Reise geben oder nicht? Fisch ist immer für die Reisen, ne? Fisch ist für die Reisen, damit du auch auf die entfernten Inseln, auf die rechte Spalte Zugriff hast. Müsste man seinen Zug ja schon mal so ein bisschen vorplanen, da bin ich aber richtig gut drin, wenn die Kamera läuft. Der ist auch, das kann ich bezeugen, der ist auch schlechter drin, wenn die Kamera nicht läuft. ich würde dir empfehlen, gib dem auf jeden Fall mal eine Waffe mit. Du hast drei Waffen, dann kannst du auf jeden Fall auf diese beiden Zugriff nehmen. Oder auf eine blindgezogene. Damit ist Action. Mein Zug dran, dann kannst du die Kamera gerne mal umschalten, damit die Leute auch sehen können, was für tolle Karten ich hier habe. Und zwar, wenn der Chris segelt, werde ich das auch tun. Hier auf Segeln auch gehen. Ich werde auch eins meiner Schiffe auf die Reise schicken. Aber ich habe noch eine Karte, das sind sogenannte Boost-Karten hier. Die hat der Chris ja eben auch schon gespielt. Ich muss Segeln auswählen, um die zu spielen. Das habe ich gemacht. Und die wird immer vor meiner eigentlichen Aktion ausgelöst. Und da steht sofort, kriege zwei von den Äxten. Die beiden Äxte nehme ich. Und eine schicke ich direkt mit auf die Reise mit meinem Schiff. Ich mache also eigentlich exakt das gleiche, was du gemacht hast, weil ich sehr gerne abgucke. Und instant, einmal, heißt, danach ist die weg. Das heißt, die ist dann auf dem Ablagestapel. Und dann ist der Chris schon wieder dran. Wenn ich an die Maus kommen würde, würde ich die Kamera umschalten. Da bin ich. Ja, man sieht es leider nicht so gut. Aber wir haben ja gesagt, bei mir... Ich bin noch da. Bei mir schauen wir ein bisschen genauer hin. Mit dem gehe ich gleich auf die Jagd. So, was ausspielen macht Sinn. Die Steine geht leider noch nicht. Blöd. So, ich habe einen Finger voll. So, das Ding baue ich mal einfach. Jedes Mal, wenn ich segel, darf ich einen meiner Worker ausgeben, um mich auf dem Board eine Position weiterzuschieben. Ne? Mhm. So, das heißt, es kostet mich ein Holz. Das haue ich weg. Kommt dann auch in meine Auslage. Dann bist du wieder. Mhm. Ich möchte auch eine Karte bauen. Ah, die kostet mich zwei Steine, diese hier. Die habe ich sogar im Vorrat, aber ich möchte die nicht ausgeben. Ich möchte keine zwei Steine aus. Okay, wir machen erstmal was anderes. Ich plane nämlich einmal einen Zug im Voraus, nicht so wie mein Nachbar hier. Ich gehe auf Harvest, also auf Ernten hier, die Aktion. Macht hier. Und darf mir ein Feld aussuchen, was ich abarbeite. Ich nehme ein Karottenfeld hier, was mir zwei. Warum ich das mache, kommen wir gleich zu. Aber schnelle Züge. Dann ist der liebe Chris wieder, der noch drei Handkarten hat und jetzt gerade damit beschäftigt war, mich zu filmen. Deswegen hat er natürlich wieder mal nicht über seinen Zug nachgedacht. Ja, also bauen geht ja nichts mehr. So, ich könnte... Ja. Also du könntest bauen, wie gesagt, mit der... Ja. Mit deinem Marker, ne? Du kannst immer noch einmal umsonst bauen, diese Runde, wenn du wolltest. Ich könnte das Ding natürlich auch nutzen, um mir eine Nahrung zu holen. Um nochmal einen zu, ja. Ja, aber das ist dann auch irgendwie dämlich, weil ich hole mir das Ding und platziere ihn dann, aber komme dann auch nicht mehr weg. Ja. Also nehme ich lieber das Constructing und baue mir hier die Treasury, weil das ja so ein... Eine ganz wichtige Karte für mein Deck ist, glaube ich. Genau, dazu hast du quasi noch, dadurch, dass du das mit dem Marker hier gemacht hast, zwei Rohstoffe gespart. Du hast ja ein Holz, einen Das Stein lohnt sich gespart. Auf jeden Fall. Ich glaube, für einer Gebäude ist das nicht so schlau. Nee, es sei denn, du willst unbedingt bauen und kannst halt nicht. Dann. Jetzt aber ein Jailhouse hier bauen. Also ich baue einen Knast hier auf meine Insel. Und das kostet mich. Ich mache das aber nicht mit den Steinen, immer noch nicht. Und dann. Ah, und jetzt habe ich natürlich schlecht geplant. Und zwar würde ich gerne eigentlich eine Nahrung ausgeben. Um einen meiner Marker zu bewegen. Aber Regel ist, ich kann ihn nur angrenzend bewegen. Ich kann ihn nur auf Siedeln oder auf Harvest, also Ernten, oder den hier auf Explore noch tun. Damit kann ich leider nicht auf die Construct-Fähigkeit, wo du hier gerade bist. Das ist halt so ein bisschen so ein Puzzle. Da habe ich nicht gut gepuzzelt, also muss ich dann die beiden Rohstoffe einfach zahlen. Den sauren Apfel beißen quasi. Und die beiden Steine ausgeben, um das zu bauen. Eine Aktion. Und dann ist der. So.
Das ist gegessen hier. Da geht nichts mehr. Schon, jetzt könnte ich auf meinen Karten irgendwelche Aktionen machen. Genau. So, es macht ja auf jeden Fall Sinn, meine Arbeiter einzusetzen. Auf jeden Fall, bevor du die mit quasi ins Grab nimmst für diese Runde, ja. Man sieht ja, ist gerade schlecht, also ich kann hier Arbeiter ausgeben, um zum Beispiel einen Siegpunkt zu holen. Oder auch schon mal eine Axt. Äxte habe ich noch, ein Fisch ist auch okay. So, ich kann hier zum Beispiel einen ausgeben. So, ich muss ja auf dem Board immer nur einen weiter sein als du, ne? Damit du vor mir bist, meinst du? Ja. Also momentan bist du ja eh vorne, ne? Also noch weiter nach vorne bringt dir nichts, weil du bist Erster. Achso, der letzte platziert ist immer der vorderste? Der oberste, der zuerst platziert ist, kommt nach oben. Also gehst immer so weit nach oben wie möglich, setzt du dich, wenn du da hingehst. Und du bist als Erster hier, das war dein Schiff, ich bin nach dir hingegangen. Also momentan bist du ganz weit oben und hast als Erster Zugriff auf die Karten. Alles klar. Du kannst natürlich noch ein Schiff schicken, wenn du könntest. Aber das ist momentan bei dir nicht möglich. Nee. Ich bin eh vorne. Du hast, glaube ich, keine Möglichkeit, da nach vorne zu springen. Nein, momentan nicht. Also normalerweise sollte man vielleicht sagen, die Handkarten sind normalerweise verdeckt. Ne? Ja, also man kann vielleicht noch mal so ein bisschen zumindest die, wie nennt man das, ein Rabbit, ein Hasen aus dem Hut zaubern. Ja. So, ich gebe den hier aus und mache mir einfach mal für einen Fisch oder einen Siegpunkt. Ich mache mir einen Siegpunkt, damit ich da nicht so weit hinten 2-1 nur noch. Dann ist mein Zug. Ich werde mein eben gebautes Jailhouse, mein Knast, den werde ich bauen. Aktion, ich darf 2 Arbeiter zuweisen oder quasi da wieder rausbrechen. Ich werde sie jetzt erstmal zuweisen, weil ich habe keine drauf. Und davon kriege ich einen Siegpunkt. Und die sind jetzt erstmal permanent hier. Auch am Ende meiner Runde kriege ich die nicht wieder. Ich habe die jetzt denen zugewiesen, die bleiben erstmal auf der Karte. Bis irgendeine andere Kartenfähigkeit mir erlaubt, die da wieder. Das war es erstmal mit den Arbeitern. Ja. Quasi thematisch in den Knast geschmissen. So, die beiden bringen mir als Aktion nur, dass ich auf dem Board hier mit der Expedition weiterkomme. Kann ich machen, aber bringt nichts, weil ich bin sowieso ganz vorne. Ja. So, weitere Aktionskarten habe ich nicht. Oh, bin ich durch, ne? Ja, was du machen könntest, diese Aktion, die linke hier, die Valkyrie, sagt dir ja, dass du einen Arbeiter ausgeben kannst. Ach, ich resolve one pillage. Genau, das heißt, du darfst sofort eins quasi einmal dann angreifen. Muss ich das ja spielen. Aber... Das Schiff ist dann weg? Ja, das Schiff ist weg und Pillagen ist das, dass du Rohstoffe bekommst. Ich will es ja eher erobern, ne? Genau, du willst eigentlich erst. Lassen. Genau. Aber für die nächste Runde solltest du im Hinterkopf behalten, um das mal zu machen. Ja. So, ich bin dran. Ich werde meine Bank aktivieren hier. Ich werde die also einmal tappen und werde den ein Gold zuweisen und dadurch bekomme. Meine sind immer so kleine Schritte. Sich bei mir sehen. Explodiert es am Ende. Ja. Ich hoffe, du redest vom Spiel. Dann ist die Runde durch, oder? Wenn du passt. Ja, ich passe. Ja, ich gucke gerade, ob ich noch was bauen kann, was mir... Aber... nichts machen kann. Jo. Guten Abend, Herr Techniker. Ja, viel Spaß auch bei dem Spiel. Ja, bei... Komm, ich baue eine Sache baue ich noch. Ich baue noch hier meinen Trade-Deal für ein Holz. Ja, kann es aber eh noch nicht aktivieren. Ich habe keine. Und? So. Und dann passe ich auch. Das heißt, wir sind wieder fertig mit der Runde. Nein, sind wir nicht. Also mit der Runde schon. Aber jetzt kommt das Expeditionsfeld zum Einsatz. Expeditionsbrett. Du bist ganz oben. Das heißt, du darfst entscheiden, hier, das ist dein Schiff, dass du darfst entscheiden, was machst du. So, ich habe die Axt dabei, aber kein Fisch für die Seite. Genau, das heißt, die sind auf jeden Fall tabu. Ich muss mir den hier nehmen. Genau, du hast Wahl zwischen dem Flying Dutchman, der gibt dir einfach einen einmaligen Building-Bonus. Heißt, du kriegst ein weiteres Schiff, hast also 3 Schiffe zur Verfügung ab dann. Kriegst du ein Schaf und einen Stein. Oder hier kriegst du einen Fisch und einen Stein. Und kriegst eine weitere Aktionsmöglichkeit. Kannst also einen Arbeiter jede Runde für einen Stein eintauchen. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich mir auch mal. Ja. Nicht ganz gut. Ja. So, die lege ich jetzt bei mir irgendwo hin. Genau. Diese Aktionsmöglichkeit hast du jetzt. So, das war dein Schiff. Das Schiff kriegst du wieder. Das heißt, ich kriege einen Fisch und einen Stein. Genau. Soll ich dir nicht vorenthalten hier. So, ist für mich natürlich jetzt die Wahl relativ simpel. Ich könnte jetzt den Flying Dutchman nehmen. Weil ich habe ja auch eins von diesen Pferdern dabei, habe aber auch keinen Fisch dabei, aber ich ziehe mir lieber blind oberste Karte. Das Heilige Land heißt, ich kriege, ist doch schön, als Building Bonus. Ist ja richtig gut, wenn man die konkern würde. Genau. Karte 10 für einen Arbeiter. Ja, das
Die habe ich sogar gekonkert, ne? Ich habe ja. Ist auch eine Axt dabei. Ja, genau, ich habe eine Axt dabei. Sehr schön. Ja, kleines Glückselement ist dabei, ne? Welche Karten man zieht. Ja. Das ist auch weg und ich kriege mein Schiff wieder. So, alle weiteren, die wir nicht erobert oder angegriffen haben, kommen weg. Mhm. Das war wieder das Ende der zweiten Runde. Arbeiter kommen auch zurück. Genau. Wir haben wieder 4 neue Inseln. Die kommen zurück. Steine. Unsere... Das geht flott. Oh. So, und dann sind wir jetzt. Ich kriege den Yeti. Genau. Lookout. Genau, Lookout. 4 weitere Möglichkeiten, was zu bekommen. Nicht das mal nicht. Und das machen normalerweise alle Spieler gleichzeitig. Geht eigentlich auch immer relativ fix. Einmal durchscannen gerade, welche Karten sind das? Das auf jeden Fall nehmen. Kann ich auch einnehmen. Ja. Guck kurz bei mir. Ja. Also. Ja, der Fokus dauert zu lang. Lassen wir. Da brauche ich eine bessere Lösung. So, das habe ich gezogen. Also, einmal. Genau, das ist diese Aktion. Hier. Der, ne? Genau, da kriegst du auch mehr Arbeiter. Dann krieg ich einen Arbeiter plus noch ein Schiff dazu. Genau. Für diese Karte. Genau. So, die klingt schon mal gut. Ich kriege einen Siegpunkt für alle meine eroberten Länder. Das spiele ich quasi eigentlich zum Schluss. Ne? Ja, das möchtest du wahrscheinlich aber trotzdem auf der Hand behalten und am Ende dann, haha, hier. Bam. So, das ist auch cool. Das ist so, aus Äxten mache ich Punkte oder Gold. Oh ja, oh, das ist auch stark. Weil du ja schon Äxte hast. Das ist auch gut, wenn man viele Schiffe, wenn man viele von den eroberten Inseln hat, ja. Wieso unexhaust? Wie werden die exhausted? Die haben ja eine Aktion, die du einmal benutzt. Das heißt, auch dann ist es 90 Grad als Zeichen, dass du es benutzt hast. Alles klar, die konnte ich dann alle nutzen. Das würde halt am Ende auch Sinn machen. Am Ende jeder Runde sogar. Achso, ja, am Ende einer Runde macht das Sinn, dass du sie alle nochmal benutzen kannst. Und auch eher zum Ende des Spiels, wenn ich vielleicht schon viele erobert habe. Genau, also gut, entweder hältst du es jetzt trotzdem auf der Hand oder du wirfst es ab. Und hoffst, dass ich merke auf jeden Fall, in den letzten Runden habe ich mir zu viele Arbeiter behalten und zu wenig Karten davon gekauft. Das Verhältnis stimmt nicht so gut. Stimmt, bei dir, ja. So, den finde ich cool, weil ich mir vielleicht mal, also den hole ich mir auf jeden Fall, auf die nächsten Punkte machen. Ja. Ja, die ist halt auch stark, ne? Also die sollte man vielleicht tatsächlich, ich meine, die ist nochmal im Deck, aber die ist schon extrem stark, ne? Also wenn du da 4-5 Inseln dann irgendwie am Ende des Spiels hast, mir 3 Stück, eine kommt weg. Und du hast ja noch alle 5 Arbeiter verfügbar gerade. Nicht so wie ich. Dementsprechend. Ja. Ich habe meine 2 Arbeiter ausgegeben. Das muss dann noch auf den Plättchen tun. Ich bin der Yeti diese Runde. Ich darf die erste Aktion machen. Und ich werde... Ich baue mal hier meine Investors. Kostet mich Holz. Keine Ahnung, was der da macht. Kann ich mir, ich bin, wie gesagt, ich bin ein Bankwesen. Ja, ja, ja. McKinnon. Kennt jemand Peter McKinnon? What's up, everybody? McKinnon, klar. Das ist sich nicht. Ich will das jetzt mal. Ja, um quasi die geistige Umnachtung zu verschieben. Ein Schaf habe ich nicht, ne? Nee. Hast. Und du hast auch kein Gold, was du als Joker benutzen kannst. Gold ist ja Joker. Die Fraktion stellen wir gerne am Ende der Partie nochmal vor, ja. Was die so im Detail ausmachen, wie die so aussehen. Ja, zumindest was ich doch schon davon sagen kann. Ja. So, die spiele ich sowieso sehr spät. So, was natürlich auch nicht schadet, hat auch direkt mal rauszuhauen. Wenn ich ein bisschen früh, kriege ich einen neuen Arbeiter, bitte. Ja. So, mal zeigen, was ich hier überhaupt mache. Also. Ich habe den Workshop hier rausgehauen, das heißt, um sie zu spielen, muss ich hier diese Populate-Sonderaktion machen und ich kriege dann noch ein Schiff dazu. Genau, nehmen wir eins oben weg. Zack. Und dann ist die Karte auch weg. Ja, weil es so eine instant-sofortige Karte war. Auch wieder eine schnelle Aktion. Ich werde meine gerade eben gebaute Investor-Skill einmal aktivieren. Aktion, ich darf einen Arbeiter ausgeben, um einen Rohstoff aus dem generellen Vorrat irgendwas irgendwie zuzuordnen. Und weil Gold ist kein Rohstoff, also ich mache das nochmal rückgängig, Entschuldigung, das mache ich doch nicht.
kann auch das hier bauen. Also mache ich Construct for free und baue meine Hühle hier, meine Lumber Mill. Platz brauchen wir schon, ne? Ja, ja, je länger das Spiel dauert, umso mehr, genau. Aber bei mir können wir, glaube ich, alles sehen. Ja. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, haut die mal in den Chat. Versuchen die nebenbei zu beantworten. Ja. Wir es können. Also, der Quiz ist. Ja, Popcorn habe ich nicht. Oder das Schaf. Könnte ich aber organisieren, ja. Ja, du kannst nämlich hier, also deine dritte Karte. Okay, das ist, um dann möglichst schnell mal dran zu kommen. Genau, und die Sachen schnell, auf Sachen schnell Zugriff zu haben. Hier, du kannst dich natürlich entscheiden, nicht nur Siegpunkte für die Sachen zu bekommen, die du ausgibst. Also hier ist es ja eine Axt, die du ausgeben kannst, um zwei Siegpunkte zu bekommen. Du kannst auch zwei Goldmünzen bekommen, die ja Joker-Rohstoffe sind, die dich aus der Rohstoffarmut zum Beispiel deines Popcorns rausholen. Ja, dann müsste ich das Ding irgendwie bauen. Ich habe immer noch keine Nahrung. Also das ist echt hart. Ja, es gibt auch hier dran zu kommen. Ja, es gibt Völker, die sehr wenig an diese Nahrung kommen. Mein ist wohl eins hier mit meinem Karottenfeld. Da kriege ich immer zwei, wenn ich ernte. Das ist schon einfacher für mich. Für dich ist es ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Also ich könnte an die Basisrohstoff hier kommen, wenn ich halt diese Aktion hier nutze für Harvest, um da dran zu kommen. Genau. Aber die sind halt so selten. So, was ich machen könnte, ich gebe einen Arbeiter aus, um hier meine genau. Meine eroberte Insel zu nutzen, um zumindest einen zweiten hier zu bekommen. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Das war deine Aktion. So, jetzt werde ich mein Investors Guild hier aktivieren, was ich eben schon machen wollte, geplant habe. Arbeit habe ich ausgegeben, aktiviere das, also drehe die im 90 Grad. Und dann habe ich einen Rohstoff aus dem Vorrat irgendeiner Karte zuweisen und das. So, dann sind wir wieder bei mir. Wieso habe ich das gemacht? Dann kann ich mich jetzt das Gebäude hier bauen. Das kostet mich zwei Steine. Einen hatte ich vom Segeln eben. Den habe ich jetzt auch. Und auch dazu, ich könnte jetzt gleich eine Axt ausgeben und kriege dafür zwei Siegpunkte oder zwei Gold. Was auch sehr gut ist, weil ich merke die ganze Zeit, ich habe vielleicht viel zu viel Nahrung oder was. Ich werde... Ich habe das Gefühl, gleich wenn wir hier durch sind, spielen wir noch eine Runde ohne Kamera. So richtig. Ja, stimmt. Ich werde meinen Knast aktivieren. Und da steht Assign or Release. So, und ich werde zwei von den Arbeitern wieder entlassen aus dem Knast, um einen Punkt zu bekommen. Ich habe die quasi kurzzeitig für eine Runde in den Knast geschmissen und sind sie wieder draußen, um einen Punkt zu bekommen. Deren 5. Merk gerade mal, bei 25 ist der Ende. Ja, ja gut. Ja. 20% habe ich. So, auf jeden Fall schicke ich ja schon mal ein Schiff los. Also, ich bin hier so der Mega-Wikinger-Eroberer. Ja. Da muss ein Schiff los. Wie kann man eigentlich untereinander unterscheiden, wer eben welche Schiffe sind? Das ist eine der dämlichsten Sachen. Also, bei mir ist es relativ einfach, weil ich bin ein Bankvolk. Ich habe hier eine Bank draufstehen. Sonst musst du ganz ehrlich raten. Das ist total dämlich gemacht. Da ist kein Icon drauf. Das ist total. Müsste irgendwie Markierer geben oder so, ne? Ja, oder man schreibt es drauf im Eddy. Sollte nicht so sein, aber ja, das ist dämlich gemacht. Pass auf, ich mach mal hier, ich gebe die Axt auf. Achso, warte, ich habe ein Schiff losgeschickt, ne? Jetzt kann ich mal gut überlegen, ob ich, was ich denn davon gleich erobern will. Also. Aber warte, wann hast du das Schiff losgeschickt? Eben in der letzten Runde? Jetzt gerade. Das ist noch die aktuelle Aktion. Weil dann, genau, musst du jetzt gucken, ob du Fisch oder. Oder bin mir sicher, aber ja, die Entscheidung muss ich treffen auf jeden Fall. Genau. Das ist auch nicht schlecht. Also jedes Mal, wenn ich erobere, kriege ich noch eine Goldmünze dazu. Ja, genau. Automatisch passiert das. Du musst nicht aktivieren. Also pass auf, eine Axt kriegst du auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, momentan könnte man vermuten, interessierst du dich für dieses hier am meisten. Das ist auch cool. Ich kann einfach nur einen Fisch ausgeben, um zu exploren. Ja, nochmal quasi eine Karte zu ziehen, ja. Oder Nahrung ausgeben. Davon habe ich sowieso immer zu wenig, um zu ernten. Ja. Ich gehe mal ohne Fisch los. Ja. Ich glaube, ich schnapp mir die hier. Macht Sinn. Also ich kann mir die hier quasi abschminken. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ich merke auch gerade, dass ich meinen Erfolg extrem falsch gespielt habe, aber das macht nichts, weil ich werde hier meine Bank wieder aktivieren. Ich werde noch eine weitere Münze zuweisen. Dadurch kriege ich einen weiteren Punkt, bitte. Weil, muss man mal ganz kurz sagen, bei mir, meine Karten erlauben es mir, Sachen auf die Karten zu speichern und dadurch kriege ich in jeder Einkommensphase, oder nicht in jeder Einkommensphase, aber am Ende jeder Runde, kriege ich Einkommen durch meine Karten. Das habe ich mir bisher noch nicht einmal genommen. Aber da muss ich einfach drauf achten. Das ist bei dem Spiel eine Gentleman's Regel. Man muss selber auf seine Karten achten, finde ich. Du bist. Alles klar. Mal. So, die
Ich muss sagen, die Aktionen sind sehr übersichtlich, auch was man auf den Karten hat. Mhm. Wenn man natürlich jetzt hier bei so einem Livestream die ganze Zeit auch bei dir guckt und guckt, wo man drücken muss und so weiter. Ja. Dann und gleichzeitig Kameramann spielen muss. Und ja. Kameramann und so. Ist dann normalerweise ja nicht da so. Da hängt man hinterher. Ja. Und dazu kommt noch, dass du ja jetzt auch live das erste Mal so ein Deck, nicht nur das Spiel, sondern auch dein Deck kennenlernst. Das ja. ist ja, wenn man so ein neues Volk spielt. Die gefallen mir schon ganz gut. Ich habe bei den Imperial Settlers habe ich auch mal gerne die Barbaren gespielt. Ja, also die waren auch sehr angriffslustig, glaube ich. Genau. Da, ne? ja. Ja, ja. Auch viel. Schreibt mal, was war denn bei Imperial Settlers eure immer Lieblingsfraktion? Ja, würde mich auch interessieren. Vor allem auch vielleicht von der Erweiterung. Da gab es ja noch Azteken und Atlanta und sowas. Ja, und auch die waren auch sehr unterschiedlich, fand ich. Genau wie hier auch übrigens, ja. Während ich jetzt wieder probiere, Chris Dankenphase zu überdecken mit irgendeinem Gequatsche. Hat er sich entschieden, glaube ich. Resolve war ein Pillage, das heißt, ich konnte direkt eins auslösen, ne? Genau. Aber Pillage, nicht Conquer, ne? Ah ja, vergiss it. Aber du kannst natürlich noch ein Schiff hinterher schicken. Nee, da muss ich doch hier so ein Steinchen einsetzen, oder? Ach stimmt, du hast deine Beine schon los, ja, du hast deine Beine schon los. Das ist, die sind so selten. Andererseits, nur kleine, du kannst ja auch mit deinem Priest of Thor, ne? Genau, ich gebe meine Axt aus. Und hol mir 2 Goldmünzen. Die kann ich ja dann für irgendwas einsetzen. Richtig. Das klingt gut. Flo ist dran. Ich bin dran. Ich werde. Ich habe noch eins von dir. Ja? Ich werde eins Aktionssteinchen auf Ernten schicken und werde eines meiner Felder abernten. Und das wird die Goldmine wieder sein. Die ist auch schon extrem. Eine Goldmünze und ein Holzchen. Nicht schlecht. Ja, die ist gut. So, wir sind wieder bei mir. Mhm. Natürlich nicht geguckt. Ja, aber er muss auch wirklich, muss man sagen, er muss zweimal klicken. Das ist schon mehr Arbeit, als es sich anhört. Muss man wirklich sagen. Du weißt, auf welchen Rohstoff ich gerade Bock hatte. Willst du mir das Glas Wasser da geben? Ja. Lass mir das Wasser reichen. Gerne. Das ist eine Leichtigkeit. Mhm. So, ich habe das Gefühl, ich kann wieder kaum was machen. Doch, auf jeden Fall. Ich gebe auf jeden Fall wieder einen Arbeiter aus, um mir eine Axt, einen Fisch oder einen Siegpunkt zu holen. Mhm. Und ich glaube, ich hole mir eine Axt. Die Axt wieder, weil die kannst du ja für die Karte richtig gut gebrauchen. Du bist eh all in vor Axte. Ja, dann ist es mein Zug. Hol mir mal in deinem Bildschirm rum, damit du auf meinen umschaltest. Ja, dann werde ich welche Karten... Genau, man kann immer leicht sehen, welche Karten sind noch nicht aktiviert. Die hier ist noch nicht aktiviert. Macht wahrscheinlich auch Sinn, die sich vielleicht so ein bisschen zu sortieren. Aktionen, genau. Features. Das sagt die Regel explizit. Du kannst die jederzeit umsortieren, du darfst natürlich ihre Orientierung ändern. Ja. Getappte Karten müssen logischerweise getappt bleiben, ansonsten kannst du sie umändern, wie du möchtest, genau. Ja. Beim ersten Teil war es ja auch so, da gab es ja wirklich dieses Board. Das fehlt ein bisschen tatsächlich, finde ich. Aber das kann man sich ja selber machen, ne? Das stimmt, aber es war schön, dass dabei war, weil da war auch nochmal eine Rundenübersicht, glaube ich, drauf. Oder es war auf jeden Fall ein Rundenüberblick dabei, glaube ich. Irgendwelche Infos waren dabei. Ja. Aber gut, kostet halt Geld, ne? Wieder so Bretter da rein zu tun. Das stimmt, aber muss man sagen, also die Verarbeitungsqualität, wie findest du die bisher? Die ist wieder optimal. Eigentlich über Inlays. Genau, das über alle Zweifel erhaben. Also das, ne, was wir hier immer unsere Rohstoffe. Nichts zu meckern. Ja, nichts Gepimptes, war so dabei tatsächlich. Dann werde ich meine Lambamilch aktivieren. Und zwar darf ich einen meiner Arbeiter ausgeben, um hier den. Und dafür einen Siegpunkt. Liebe. Uiuiui, Flo rennt da weg. Mit kleinen Schritten. Dritte Runde sind wir, ne? Klar. So, ich gucke bei mir. Was ausspielen tue ich nicht mehr. Oh, die habe ich eben übersehen. Ah, ne, ich habe noch gar nicht, ne? Each time you conquer, gain one. Genau, das Conquer passiert ja immer in dieser Exploration-Phase, die erst am Ende der Aktionsphase stattfindet. Aber das habe ich eben vercheckt. Ja, ich sage ja Gentleman's Agreement. Ich habe auch meine ganzen Karten hier. Ja, aber wir hätten wahrscheinlich beide schon jeweils 2 Punkte mehr, würde ich tippen. Kann sein. Ja, 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 ja. Wie gesagt, da muss man drauf achten. Ja. Und das ist auch wirklich, man muss ganz schön viele Bälle hier generieren. Viele Karten, die einem eventuell Siegpunkte geben, wo man wirklich drauf achten muss. Ja, ich passe wieder und habe wieder einen meiner Marker, also einen meiner People hier verschwendet. Bedenke, bevor du passt, du könntest auch Gold ausgeben als Nahrung. Mega gut, mega gut. Das wie gesagt, ist nett. Gold ist Joker-Rohstoff, kann für Nahrung benutzt werden. Ich kann das auch dann nochmal das gleiche machen? Nein. Oder muss man auf du musst Seite dich springen. Bewegen, aber du könntest natürlich mit dem auf Segeln springen, ne? Auf ein angrenzendes. Weil der ist ja jetzt hier gerade bei Siedeln, den könntest du auf Segeln. Mache ich. Also, ich gebe das Gold aus als Nahrung. Genau. Den hier springen zu lassen und der geht auf Segeln. Genau. Das heißt, das nächste Schiff sticht in Land. Mhm. So, da ist jetzt die Frage. Jetzt noch einen kleinen Tipp. Achso, der kommt hier oben hin, oder? Ne, immer ganz nach, also immer so weit nach oben wie möglich. Du reißt dich da drunter ein. Mhm. Wenn ich dir noch einen kleinen Tipp geben darf,
Du hast eine Boost-Karte auf der Hand, die sagt, spiele... Sail to play. Ja. Das heißt, du kannst das Conquern oder Pillagen sofort durchführen. Normalerweise wüsste ich das nicht, aber ich sehe jetzt gerade, was du auf der Hand hast. Aber das heißt, wenn dir das jetzt direkt was gibt, was Tolles, ne, kannst du das direkt zu nutzen. Ja. Also dann könntest du eventuell eine von... Sollte eine dieser Fähigkeiten... Ich mach das, komm, ich mach das einfach mal, nur damit ich auf die Karte los bin. Ja. Also die knall ich hier weg. Genau, auf den Ablagestapel. Auf den Ablagestapel. Ich gebe dem Schiff meinen Fisch dabei, ja, damit ich auf die rechte Seite komme. Ja. Weil dann schnapp ich mir hier zum Pillagen eins von denen. Okay. So, dann ist die Frage jetzt... Du könntest den, oder den. Du könntest den aber auch noch eine Axt mitgeben und auch die Conker, ne, wenn du wollen würdest. Ja, wenn ich wollte. Evelyn. Ja, das hast du eben schon gesagt, das bringt dir nicht viel. Hier ist halt Fisch. Ja, ich finde die Aktion hier nicht so gut. Wie sagen. Dann kannst du dich natürlich auch mit Nahrung eindecken. Und genau. Punkt, ne? Genau. Ja. Ich merke, ja. So. Bei Nahrung ein Siegpunkt. Ja. So, und das Schiff ist natürlich weg quasi für diese Runde. Das kriegst du gleich wieder, aber jetzt ich erstmal. Noch. Ich meine, hättest du eh sogar noch eins. Ja. Dann bin ich. Er hat eine gute Aktion gemacht, muss man wirklich sagen. Ah, so langsam komme ich rein. Ich werde mein Holy Land, mein geheiligtes Land, aktivieren. Ich habe jetzt ein Problem. Ich kann mich wahrscheinlich, ich frage mich jetzt, muss ich es schon direkt auf Englisch kaufen oder warte ich bis Essen? Ja, sollte man sagen, es kommt bei Pegasus raus, tatsächlich. Ist schon angekündigt, soweit ich weiß. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Übersetzung ist. Weil manches, und vor allem, ob die Regel überarbeitet wird. Das ist nötig. Ist sie wieder? Da mache ich einfach ein Regelvideo. Ja, sehr gut. Da können wir uns alle freuen drauf. So, ich durfte eine Karte ziehen durch die Aktivierung meiner Karte und habe eine weitere Bank hier gezogen. Bis jetzt finde ich die eigentlich sehr übersichtlich. Also viel passiert über die Karten, oder? Du hast aber auch noch nicht in die Regel geguckt. Manche Karten brauchen eine Klarstellung. Oh. Finde ich. Ja, die kann man auch immer dann nachgucken, wenn sie dann kommt. Ja, das stimmt, aber es gibt kein Register. Die Karten sind nicht einzeln verzeichnet. Das ist ein grober Schnitzer, finde ich. Okay. Aber die ist nicht ganz schlecht geschrieben. Ihr könnt das Spiel gut erlernen, aber manche Karten, finde ich, muss man dann leider nochmal online bei Board Game Week nachfragen, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Ja. So, die habe ich gerade genutzt, oder? Mit direkt Pillagen. Ja, genau. Und dafür musstest du auch einen Arbeiter ausgeben. Ich weiß nicht, ob du das getan hast. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Also, du, ich habe so viel Nahrung. Ich muss da jetzt mal was machen, ne? Ja. So, ich hau das einfach mal raus. Ihn hier auf Harvest zu gehen und gucke jetzt entweder zwei Äxte oder zwei Holz. Also muss sich ja richtig lohnen. Ne? Oder halt gut, Nahrung hast du jetzt. Aber ich habe ja gerade ausgegeben. Ja, das war du hast recht. So, ich hole mir einfach zwei Äxte. Zwei Äxte kriegst du hier. Ist die auch getappt? Ja. Dann, ja, Krali hat auch gerade gesagt, er weiß, wie man wieder an Rohstoffe kommt. Genau, das im Laufe des Spiels wird einem klar, was die ganzen Karten machen, wie die Konzepte laufen. Ich werde auch Nahrung abholen. Ich habe nämlich noch Nahrung. Der kommt nämlich hier auf Populate, also Siedeln, und ich kriege einen weiteren Bewohner hier in Reich. Mhm. Und dann bist du so gut mit dran. Hier nähert sich, glaube ich, langsam wirklich dem Ende, ne? Ja, aber ich bin da durch. Ja, ich passe. Ich werde noch einen. Letzten auf Dinge zu tun. Oh, er kommt doch vorbei. Ja, ich komme doch vorbei. Einmal muss ich. Aber ich werde dem nichts mitschicken. Ich schicke das so los. Alles klar. Ich sehe deine Insel, die gefällt mir. Ja. Dann hast du gepasst? Ich habe gepasst. Das heißt, ich könnte noch weiter Aktionen machen, aber ich lasse das. Ja, ich lasse das. Ich einmal hier bei mir. Du kannst ja schon mal mit deinem Schiff anfangen. Du hast ja das oberste Schiff. Auf was möchtest du Zugriff haben? Genau, ich entscheide zuerst. Was mir ja sehr gut gefiel, war das hier. Jedes Mal, wenn ich erobere, kriege ich eine Goldmünze. So, als Building-Bonus kriege ich jetzt einen Fisch und einen Stein. Fisch. Okay. Und zu mir, da sammelt sich was. So. Und das wird bei mir gebaut. Das heißt, das Schiff hast du benutzt. Das Schiff geht zurück in deinen Vorrat. Die Axt ist weg. Und ich habe sogar noch das bekommen, was ich wollte. Ich habe nämlich hier die Witch Island. Die will ich angreifen. Da kriege ich 2 Punkte für. Punkte. Mhm. Und ich habe sogar noch eine Feature-Karte hier.
Jedes Mal, ja, okay, ich hätte noch eine Feature-Karte. Jedes Mal, wenn ich pillage, also angreife und dadurch Rohstoffe bekomme, dann darf ich die irgendwo speichern. Komm, aber für die Galerie, ich hätte es getan haben können. Konjunktiv 3. So, und dann sind wir mit der Phase durch. Ich krieg mein Schiff wieder. Du weißt, was passiert? Jo. Rundenende. So, die Arbeiter kommen zurück. Ja. Zack. Daten werden wieder. Und dann passiert die Lookout-Phase. Die hat. Genau, vier Karten ziehen. Karten, die man sich jetzt jeweils, Holung nochmal für euch, jeweils einen Arbeiter auf die Hand nehmen kann. Ich glaube, das wird eine große Runde. Vierte Runde ist, glaube ich, ne? Müsste es sein. So, wir gucken mal ab bei mir. Die finde ich ganz cool, die ist auch nur einmal im Deck. Jedes Mal, wenn ich segeln gehe, kriege ich hier so ein Schaf. Oder auch Popcorn, wie ich sage. Ja. Klingt auch wieder gut, ne? Die habe ich ja schon mal auf der Hand. Die baue ich mir dann am Ende. Die doppelt. Und dann gibt die nochmal richtig Siegpunkte. Ja. Muss ich mir dann ausrechnen. Das heißt, die spiele ich einmal aus, ne? Das ist so ein Instant, die ist einmal und genau. Ich erobere direkt. Wenn du segelst, also, die hattest du auch gerade eben schon mal. Genau, ich habe nicht das Gefühl, dass das gegen dich gerade notwendig ist. Du bist nicht so aggressiv auf dem Ding. Ja, aber du hast ja trotzdem direkt Zugriff darauf. Immerhin, ne? Stimmt. Du hast ja direkt. Du musst nicht warten, ja. Genau. Ja, also auch wenn du gegen mich jetzt gerade nicht so die Angst davor hast. Die wird automatisch gebaut, wenn ich eine Explore-Aktion mache. Genau, und das ist kein einzelnes Feld, das ist eine besondere, das ist ein Upgrade-Feld, das musst du unter ein Feld schieben. Und das kommt diesen Rohstoff verknüpfst du dann permanent mit dem Feld. Oh. Das heißt, du kannst dann jedes Mal noch einen Fisch. Das heißt, mitnehmen. Ich könnte sie zum Beispiel auf eins machen, was sowieso schon zwei gibt, und ja. Könnte den Fisch noch mitbekommen. Richtig. Genau. Sobald du es ausspielst, musst du dich einmal entscheiden und dann bleibst du bis zum Ende da. Ja, dann behalte ich die drei hier. Mhm. So, das ist meine Auswahl für die Runde. Ja. Heißt, dafür muss man drei. Genau, und drei von ihnen hier. Gadush Holl fragt gerade Imperial Settlers. Ja, Imperial Settlers, Empires of the North, das neue Spiel. Hier hinter mir steht, sie sitzt hier klar. Box. Hier. Genau. Kommt in Essen, glaube ich. Auf Deutsch. Ja, beim Pegasus Verlag. Der auch schon das erste Imperial Settlers vor ein paar Jahren rausgebracht. Dann, achso, ich habe den Yeti nicht weitergegeben. Du hast nämlich die erste Aktion. Diese Runde. So, ich habe viele coole neue Gebäude. Die wollen natürlich raus. Mhm. So, ich habe sogar einen Stein. Mega gut. Du hast eh richtig viele Rohstoffe. Ja, ich glaube, ich muss die mal zurück. Muss man sagen, die da sind. Die sind genau. Ja. Das ist hier nicht, das. Euch das verwirrt? Ja. Ja. Das ist ein bisschen kleiner. Apropos, jetzt spiele ich einmal mein Volk richtig. Ich habe noch ganz viel im Storage. Und zwar habe ich, wenn man einmal zu mir schaltet, habe hier zwei Münzen drauf. Und pro zwei Münzen kriege ich entweder eine weitere Münze oder einen Siegpunkt. Ich nehme bitte einen Siegpunkt für dieses Haus. Dann habe ich hier zwei Holz drauf. Dafür kriege ich auch einen Siegpunkt. Gut. Ja, das war's. Aber immerhin. Hey. So, wir sind schon Runde 4, ne? Ja. Ja. Wir sind langsam, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil wir so viel kommentieren dabei. Und weil du mich natürlich aufhältst. Ja. Pass auf. Jedes Mal, wenn ich segel, kriege ich ein Steinchen. Mhm. Also hier. Karte spiele ich aus. Die kostet mich ein Steinchen. Du bist dran. Ja. Ich werde. Ja. Jailhouse hier aktivieren, mein Knast, um hier wieder zwei Leute von mir in den Knast zu speisen. Ich bin kein guter Führer meines Volks, aber immerhin. Dafür kriege ich einen Punkt. Und wieder. Ja. Und wieder. Jetzt geht's ab, diese. Und du bist dran. Was macht? Ich glaube, ich werde. Ist das eigentlich Zufall, wie die hier liegen?
Ja, das, oh, die sollte ich auch mit daneben. Ja. Das heißt, es könnte auch jedes Mal was anderes nebeneinander sein. Genau, also es sind immer die fünf gleichen Aktionen, in welcher Reihenfolge sie hier liegen. Die sind modular, seht ihr, die könnten auch vertauscht sein, aber die bleiben das ganze Spiel immer in der gleichen Aufstellung liegen. Übrigens sollte man, das Spiel ist auch ein Solo-Spiel, auf der Rückseite sind die Solo-Aktionen. Also kann man auch Solo hervorheben, um die Völker mal auszuprobieren. Habe ich jetzt schon was zu? Ja. So, ich werde so oder so segeln gehen, ne? Ja. Und ich werde natürlich eine Axt mitschicken, weil ich habe ja diesen Conquer-Bonus irgendwo als Feature. Genau, jedes Mal, wenn ich erobere, ah, das habe ich schon wieder vergessen. Komm, hol dir. Also ich hänge so weit hinten dran. Ja. Boah, da muss man echt aufpassen. Und noch ein, ja. Und ein Gold. Ja. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Karte meines Decks, die vergesse ich nicht. Komm, ich glaube, du hast sogar zweimal erobert, wenn ich das richtig. Komm. Ja, hier, wir sind im Rheinland. Stimmt. Gamelle! Ich habe sogar zweimal losgeschickt. Ja, ne? Ja. Da muss ich ja segeln gehen. Ja. So, und ich muss ja dann auch konkern gleich. Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn, ne? Jetzt ist wieder die Frage, gibt es noch einen Fisch mit oder nicht, logischerweise. Muss ich mal angucken. Für die, die gerade eben erst zugeschaltet haben, einen Fisch muss man dazugeben, um auch auf diese entfernten Inseln hier Zugriff zu haben. Die sind ein bisschen besser. Deswegen liegt hier oben ein Fisch als Erinnerung. Der ist auch aufgedruckt. Hier sieht man, aber so ist ein bisschen offensichtlich. Was ich ja auch gut finde, ist ein Holz ausgeben, um segeln zu gehen. Ja, wenn man Zugriff auf Holz hat. Manche, ich weiß auch, dass manche Völker wenig Holz haben, ja, zum Beispiel. Du hast ordentlich Holz. Ich schicke einen Fisch mit, ich habe eh zu viel davon. Okay. Dann bin ich. Mir gefällt das Spiel. Sehr gut. Ich werde einen meiner Aktionsmarke auf Ernten tun. Dadurch werde ich einen. Also erstmal, genau, ich habe eine Boostkarte, ich möchte diese hier spielen. Ich darf einen Goldmarker ausgeben, um irgendwelche zwei Ressourcen zu bekommen. Moin, Shigi. Kriege eine Nahrung und einen Fisch mit. Wow. Ein bisschen Karte und meine Aktion Harvest, ich werde wieder meine Goldmine abernten. Zack. Zack. War also ein Rohstoff zu mir. Und dann ist der Chris dran. So, jetzt rocke ich hier mal ein bisschen. Ich habe natürlich nicht überlegt, was ich tue. Viele Messe ist im Oktober, was ist es, 24. Ja, Ende Oktober, die letzte Woche da irgendwie. Ja. Sehr cool. Wenn ihr in der Nähe seid, Chance dorthin zu gehen, tut es euch mal an, ist richtig cool. Eng, manchmal stickig, aber ganz, ganz, ganz viele Neuigkeiten. Viele Jahre ist darauf ausgerichtet, an die ganzen neuen, heißen Neuigkeiten. Unter anderem das hier, Imperial Settlers, Empires of the North. Von Ignacy Cevicek. Bin ich jetzt schon gesegelt? Nee. Segeln ist erst am Ende der Runde, ne? Nee, Segeln ist die Aktion, um das auszusehen. Ja, komm, kriegst du ein Popcorn. Bisschen so scharf. Ein Schaf. Ja. Ja. Und hätte ich eins weiter? Habe ich nicht. Gut, du bist eh ganz oben. Das bringt dir nicht so viel dieses Mal. Rohstoffarmut hast du nicht, muss man. Ich hab das dir auch die ganze Zeit vergessen. Ich time hier Conquer, kriege ich hier ein Gold. Ja, Tim, ich wohne in der Nähe. Ich bin heute tatsächlich mit der Vespa hier hingefahren und ich war innerhalb von 5 Minuten hier. Hier ist tolles Wetter momentan in Bonn, tatsächlich. Ja, hier ist auch gerade ein bisschen warm. Auf jeden Fall. Ich habe auch länger gebraucht, witzigerweise, Fun Fact, hier hinzukommen. Kürzer gebraucht, hier hinzukommen, als erstmal in seinen. Also, er wohnt in der Villa, muss man sagen. Ja? Also, um vom Ost- in Westflügel zu kommen. Das hat gedauert. Ja. Security, weißt du, die haben mich nicht durchgelassen mit meinem Spiel. Ja, also hätte ich eine Villa, hätte ich mir schon ein eigenes Studio eingerichtet. Dann ist ein Studio hier. Quatsch. Es reflektiert wie Sau, aber es ist ein Studio. Ich weiß schon, wie ich das behebe. Im Amazon ist schon der Fahrenkopf voll. Amazon hat eine eigene Packstation hier eingerichtet. So, ich schicke noch ein Schiff los. Jetzt geht's los hier. Mit einer Axt natürlich. Ja. So, den lasse ich auch auf der anderen Seite. Den behältst du bei den nahen Inseln, ja? Kein Fisch mit dabei. Dann mein Zug. Ich werde einmal meine Lumbermill hier aktivieren. Wir werden dem also einen weiteren, das ist mein Prinzip, auch für euch, die neu dazu sind, hier einen Rohstoff zuorten, um nachher davon Dividenden zu bekommen. Oh, sehr gut. Segelboni. Das würde ich ohne euch tun. Ey, hallo. Könnt ihr bitte auch mal mich an die Sachen nehmen? So, ich kriege noch ein Schaf, bitte. Bester Mann. Ah, Kralli, ja. Bester Mann, sonst hätten wir auch null Chance. So, den musste ich ausgeben. Gib mir nochmal bitte einen Punkt. Nämlich einen Punkt. Lambermel hier. Mega gut, ja. Ich sollte wieder ganz
Bett mitmach Let's Play drüber schreiben. Oh ja. Ja, wir sind ja auch auf Chris' Kanal, das ist schon, ist okay. Der braucht Hilfe beim Spielen. Ja, nachdem ich ja hier schon mit dem Logo von mir das gekapert habe, wo ist es? Und er es nicht mal gemerkt hat. Guck mal, Kralli, gut erzogener Mensch, Kralli. Dankeschön. Ach stimmt, das war einfach nur, der wollte fordern, dass du nochmal Danke sagst. Kralli 18. Pass auf, ich gebe eine Nahrung aus und hüpfe mit ihm hier rüber. Auf Ernten. Und hol mir zwei Äxte. Die gebe ich dir. Ja, also man merkt, dein Volk ist auf jeden Fall darauf ausgerichtet, viele Rohstoffe zu bekommen. Das fällt dir tatsächlich gar nicht so schwer, muss man sagen. Okay. Ne? So, kraxel mal bei dir rum jetzt. Ja. Ich werde meine Sales-Karte spielen. Und zwar einen. Ja, das heißt, den habe ich aber nicht, aber ich mache die Construct und baue die für free, für umsonst. Und dann bist du da. Wir hätten diese Kamera einfach in die Mitte machen sollen für die Karte. Ja, und dann einmal kurz runterschieben, ne? Fürs nächste Mal wissen wir es. Da gewinne ich es mal auch. Du bist mal lieber. Der Maus hier richtig begriffen hat. Muss ich einmal hier auf abbrechen, Stream abbrechen? Ja, alles klar. Du bist abgebrochen. Oh, das ist falsch. Hallo! Okay, das lassen wir. Oh, Entschuldigung. Das muss ich gleich wieder so viel schneiden. Okay, wir wollen Leute ja nicht langweilen. Ich mache auf jeden Fall die Aktion hier. Respektiert leider. Also ich gebe eine Axt aus und kriege 2 Gold oder Siegpunkte. Es ist Zeit für Siegpunkte. Er muss seine Ich muss aufholen. Ändern. Das muss jetzt hier abgehen. Ich werde meine Sales-Karte, die ich gerade gebaut habe, jetzt aktivieren. Und zwar eine Goldmünze ausgeben, um einen Punkt zu bekommen. Und für jede von meinen Banken, die 3 Güter drauf hat, das sind 2. Das heißt, ich kriege bitte Siegpunkte. Ja. Auf geht's. Ich bin dran. Ja, das war meine Karte. Ich wollte mir gerade klauen. Ja. Ihr habt es alle gesehen. Oh, genug Schiffe sind unterwegs. Ich könnte, den kann ich nicht mehr darüber schieben. Ich könnte populaten oder nochmal harvesten. So, da guckt man natürlich auch mal kurz auf seine Aktionskarten. Ja, also das, die muss man ja nutzen. Ne? Das heißt, ich gebe dem Arbeiter aus, kriege einen Siegpunkt. Für ihn hier. Ja. Immer noch die technischen Schwierigkeiten zu bekommen. Ja, versuch's zu optimieren, das sollte man nicht während dem Stream machen. Ich finde, man muss mal sagen, Chris gibt sich schon Mühe. Er war stets bemüht. So, habe ich hier noch Aktionen? Nein. Hier oben habe ich eine Aktion. Ich könnte einen Stein kriegen dafür, für einen Arbeiter. Könnte Sinn machen. Könnt ihr nochmal hier rüber schieben? Die Siegbedingungen bleiben bei allen Spielern die gleichen, genau. 25 Punkte bei jeder Spielerzahl. Warum geht das hier bis 49? Weil wir für jede gebaute Karte noch einen Punkt bekommen. Achso, dann heißt es, es ist nur das Ende und dann wird abgerechnet. Richtig, ne? Ja. Alles klar. So, ein zweites Schiff kriege ich gerade nicht in die Pipeline dort, ne? Du hast ja sogar schon ein zweites. Drittes meinst du? Ein drittes? Ja. Weil ich hätte ja eins. Hatte ich nicht irgendwo so ein Ding mit, ich... Ach, das erobere ich mir gleich, ne? Das tun? Ja, ja. Ich weiß nicht, was du da geplant hast. Ich wollte hier irgendwo... Ja, eine Karte wieder. Ja. Ich doof. Ich hätte vielleicht das machen sollen, wenn ich sie direkt bekommen hätte, sie diese Runde schon einsetzen können. Ja. Jetzt weiß ich, worum die Reihenfolge sind. Wichtig. Ja. Das ist auch gut. Ich nehme mal, du passt da. Passet ob. Ja, ich baue natürlich ein Haus. Also das Ding hier, ich habe ja noch genug Gold, das gebe ich dafür aus und ja, dann gleich nochmal nutzen, um mir noch mehr coole Sachen zu holen. Entweder nämlich einen Siegpunkt oder ein Popcorn, was offiziell Schafe sind. Ja, okay. So, ich bin dran. Ich... Ich glaube, es ist Zeit für mich. War's schon? Ja, ich habe keine Nahrung mehr.
Da wird in der falschen Reihenfolge alles gespielt. Ja, kenne ich. Leute in den Knast geschmissen, die ich jetzt bräuchte. Nicht gut, wenn man seine Leute in den Knast. Könnte mich auch China nennen. Oder Russland. Ja, ich passe. Ich passe. Ja. Für mich natürlich noch lange nicht. Noch die hier. Ich gebe einen Worker aus. Mhm. Und ein Popcorn. Mhm. Kriege ich einen Siegpunkt für jedes Schiff auf dem Board. Das sind 2 Stück. Das heißt, ich kriege auch 2 Punkte. Drei Stück sind es. Ach ja, deins zählt auch, ne? Oh, ich fange an aufzuholen, Leute. Genau, das, die Karte, die er gerade benutzt hat. Ja. Nee, das war... Achso, die hier, ja genau. Die wird gedreht, genau. Genau, das war die hier. Ja, die hast du gedreht. Ja, und du bist nochmal dran. Ich bin nochmal dran. Genau, du bist so lange dran, wie du möchtest. Das läuft jetzt hier ab. Ohne bam, 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 läuft. Füge hier mein Wasser, meinen Rohstoff. Ja, ich glaube, ich kann auch nichts mehr machen. Ach, es läuft doch so. Nein, 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 nein. Ich gebe noch den letzten Arbeiter aus, ja. Hier oben. Um einen Stein dafür zu bekommen. Einen Stein dafür zu bekommen. Ja. Ich habe hier Steine. Ich nehme noch einen. Noch einen mehr. So, das sollte man nicht verschenken. Ja, dann passt du. Ja. Dann sind wir jetzt bei der Entdeckungsphase da oben. Du hast das oberste Schiff. Wie gesagt, es geht von oben nach unten. Mhm. Chris hat dem Obersten seinem Schiff eine Axt und einen Fisch zugewiesen. Das heißt, er hat auf alle Karten, die da liegen, Zugriff oder sogar auf die Obersten vom Nachziehstapel. Mein Ziel war es, diese Karte zu bekommen, weil dann kann ich mich einfach Holz ausgeben, um nochmal segeln zu gehen. Ja. Und segeln ist für mich ja sehr wichtig. Ja, bis zu 3 Schiffe kannst du wegschicken immer noch. Genau. Mhm. Und als Bonus kriege ich noch Stein und Nahrung. Genau, und du bist direkt sogar nochmal dran, weil das war das oberste Schiff, ja. Das war von dir. Wieder. Und dann ist das nächste Schiff in der Reihenfolge, auch vom Chris. Jo. Hat keinen Fisch halt, dabei. Stopp, halt, stopp. Segelbonus, wo ist Krali? Gekonkert. Ich habe gekonkert. Nein, doch, hast du, ja. So, beim Konkern kriege ich Gold und einen Siegpunkt. Mhm. Plus hier oben kriege ich noch ein Gold. Mhm. Ja, ich sehe schon, jetzt das läuft. Ja, jetzt läuft. Sehr gut. So, weiter geht's. Mhm. Macht halt Sinn, macht das Ganze auch Sinn, das Spiel. Mega gut. Jetzt kommt gerade diese Eskalation. Auf einmal macht das so richtig Bock, ja. Das Spiel. Ja. So, ich conquer mir natürlich noch was. Hast halt jetzt nur noch auf die nahen Insel hier, auf die linken. So, hier kann ich ein Gold ausgeben, um 2 beliebige Ressourcen zu bekommen. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Also 1:2 lohnt sich und ich habe super viel Gold. Oder ich ziehe weitere Karten. Ne, das ist Karten wieder richtig, also untappen. Unexhaust. Oh, ja. Ich kann eine nochmal nutzen. Ja. Auch richtig gut. Ja. Weil ich habe ja so ein paar richtige Punkte generiere, ne? Also generell muss man bei dem Spiel sagen, ist ziemlich viel Text drauf. Das wird im Deutschen natürlich übersetzt werden, wie es beim ersten Imperial das auch war. Ich finde das mega wenig, ehrlich gesagt. Ja, aber genau das wollte ich nämlich gerade noch dazu sagen. Es sind auch viele schöne Icons da, dabei, ja. Die einen guten Spielfluss zulassen. Auch wenn man nur rudimentär Englisch kennt. Ja, also auch für Nicht-Kenner... die nicht so gut Englisch können, ist das eigentlich sehr leicht zu verstehen. Ja. Es gibt ein paar Grundprinzipien, die ja auch auf der Rückseite der Regel erklärt werden, aber ich kann mal zeigen, während der Chris hier überlegt. Ich glaube, ich nehme wirklich das Ding hier. Ja. Ja. So, das heißt, ich kriege nochmal das und hier das. Hallo, stiehlst du mir die Show? Nein. So, ich bin mega stolz auf mich. Ich werde mich jetzt wieder daran denken, dass ich conquere. Ja. Und zwar kriege ich wieder ein Gold. Oh, das geht mir hier aus. Das wird nochmal Gold geben. Ja, und wieder einen Punkt. Einmal, glaube ich. Ich glaube, du hast 2 Sachen, die bei Konkern Punkte bringen. Ne? Ja, hier das Ding auch, genau. Ja, genau. Ja. Und ein Punkt? Einen Punkt habe ich mir schon genommen. Ah, okay. Mhm. Fair, immer. Das heißt, das Schiff ist auch weg, wenn du nochmal gerade auf das Exploration Board umschaltest. Kamera. Oh, also das Schiff hier war gerade das 2. von Chris. So, jetzt bin endlich ich dran. Und er hat mir noch das hier übrig gelassen. Also werde ich das hier pillagen. Ich kriege also einen Fisch. Einen Stein und einen Siegpunkt, dann bin ich bitte bei 16. So, und meine Karte sagt hier, jedes Mal, wenn ich pillage, also angreife, darf ich eine von diesen Sachen zuordnen. Aber, gib mir wieder mal nichts, ich spiele so schlecht, Leute. Ich werde es trotzdem auch tun. Ja. So, dann die restlichen Karten werden abgeräumt. Wir haben alle Exploration-Dinger hier durch.
Ich merke gerade, ich habe viel zu viele Ressourcen. Eigentlich muss das ja so aufgehen. Geben die am Ende noch was? Wahrscheinlich nicht. Rohstoffe geben, glaube ich, tatsächlich sogar noch voll. Ja. Ah, okay. Ja, aber meistens nur so Verlegenheitspunkte. Nee, 2 für 1, glaube ich sogar, was relativ viel ja ist. Ja, ja, das sieht schlecht für mich aus. Ja, ein Siegpunkt für jeweils 2 Rohstoffe und ein Siegpunkt für das Gold, was man noch hat. Oh. Ja, ja, ja. So, ich krieg den Yeti, muss meine Karten antappen. Und Lookout? Lookout fahren. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist kurz vorm Ende. Ja, vor allem, weil deine Punkte jetzt wirklich eskalieren. Arbeiter noch wieder nehmen? Ich dachte gerade, das war nicht. Eine Karte werde ich. Kurze Frage zu einer Karte hier. Ich habe noch genug Karten. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Conqueror Island den Effekt resolve, dann darfst du zweimal. Ja. Auch bei den Feature-Sachen? Nein, nur bei Action-Sachen. Nur bei Action-Sachen. Ja. Genau, weil aktivieren kann man nur die Action-Sachen. So, die schmeiße ich weg, behalte 2 Stück. Und zwar, so, die klingt ganz gut. Action, ich spende eine Axt, hier eine Karte und krieg einen Siegpunkt. Und die Karte gibt es nur einmal, den sollte ich, glaube ich, auf jeden Fall nehmen. Und die ist extrem teuer, also... jedes Mal, wenn ich eine von meinem Conquered Island den Effekt mache, kriege ich das, also eine Aktion mache, kriege ich das 2-mal. Wobei, das geht so. Geht bald Ende. Ich glaube, die wirkt nicht mehr so viel. Ja, ich lasse die weg. Jetzt ist halt auch ne, wirklich ja. kritisch, dass man die Karten vielleicht nicht mehr benutzen kann. Ja. Sehr gut benutzen kann zumindest. So, ich bin der Yeti. Jetzt, kurz vor der Aktionsphase, meine Bänke hier. Ich kriege 1 Punkt, 2 Punkte. 3 Punkte bitte. Mhm. Bisschen produktiv waren sie dann doch. Vielen Dank für die Tipps im Chat an euch. Und die erste Sache, die ich machen werde, ist. Umsonst. Diese hier umsonst spielen. Ich darf ein Rohstoff zu jedem zuordnen hier. Na, ist egal. Immerhin die beiden. So, dann ist die gespielt und umsonst bauen tue ich. Okay. Ich mache erstmal einen Harvest und kriege 2 Holz. Was? Ordnen, damit ich nicht den Blick verliere. Hier wieder 2 zuordnen. Für den Siegpunkt Nummer 20. 25 wird knapp, ja. Das muss man schon so ein bisschen durchrechnen. Ja. Ich werde eine Nahrung ausgeben, um mit ihm zu sailen. Er nimmt natürlich eine Axt mit. Ups. Er nimmt einen Fisch mit. Und ich darf nur Pillage resolven, kein Conqueror, ne? Mit dem ja, da steht nur Pillage. Und dafür musst du einen Arbeiter ausgeben, ja. Ich wollte es direkt tun. Ja, schade. Nee, dann. Nee. Ja, ich lasse das mal so. Mhm. Oh, Segelboni! Ein Schaf, bitte. Gut, Popcorn, ich habe nur Popcorn hier. Bester Mann.
Und, halte ich fest, auch nochmal 2 Gold, bitte. 2 Gold, ja. Gut, dass der Chat so kurze Delay hat. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Hier ist warm, ja. Harvesten, sich. Ja, schnelle Züge und jetzt rechnet man schon, aber. So, mit dem Harvest auch. Findest du? Hm. Ja, hier tun, um drei Güter runterzuziehen. Und dafür einen Punkt zu bekommen, bitte. So, ich gebe eine Axt aus für 2 Siegpunkte. Bin ich? Mhm. Achso, wir schalten auch übrigens gar nicht mehr um. Ups, sorry, Flo. Achso, ja. Eine Partie, eigentlich recht flott, ne? Ja, gefühlt schneller als das. Als wir alte, das gerade spielen, ja. Das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch schneller als das alte Imperial Settlers. Ja, weil da die 5. Runde immer ewig gedauert hat. Da war es ja eine fixe 5-Runden-Partie. Ich nehme hier eine Münze für einen Punkt. 23. Okay, das heißt, ich muss jetzt Gas geben. Mhm. Ach, solltest du schon die ganze Spielzeit sein? Ich glaube, ich komme diese Runde vielleicht sogar drüber. So, ich gebe hier das Holzhaus für diese Karte. Mhm. Das heißt, ich kriege Siegpunkte, so viele, wie ich eroberte Inseln habe. Davon habe ich 4. 4, ja. Von 14 auf 18. Ja. Ja. Ich werde hier meine Sales, muss eine Münze ausgeben, also ein Gold, um einen Punkt für jede Bank, wo ich mindestens 3 Rohstoffe habe. Das sind 2. Güter, sind 2, ja. Oh, knapp. Ja. Kann ich. Ist dann die Runde, wird noch zu Ende gespielt? Oder ist das, kommt drauf an, das kommt drauf an, wann es. Also die Runde wird auf jeden Fall zu Ende gespielt. Ah, alles klar, okay. Das heißt, das würde, könnte die letzte Runde. So, dann bin ich dran. Dann gebe ich die Nahrung aus, um segeln zu gehen und schicke noch ein Schiff. Und jetzt machen wir das wie folgt. Ich gebe noch einen Arbeiter aus. Also erstmal Segelbonus. Ein Schaf. 2 Goldmünzen. Ich hab nur Popcorn. Ja. Haben wir nicht? Nee. Nee, dann wäre der ja weg. Nee. Achso, du hast. So, dann wäre auch das Schiff weg, ne? Wenn ich es direkt resolve. Ja, resolve ist quasi, du machst es sofort. Woher hast du jetzt das Schaf bekommen gerade? Ich hab durch Segeln. Each time you sail. Ja, stimmt. Du hast ja so einen Motor aufgebaut hier. Ich werde meine Prospectors hier aktivieren. Ich darf ein Gut wieder wegtun. Das wird das sein. Achso, nee, kann ich nicht, weil das ist schon exhausted. Dann hier. Kriege ich noch ein Holz extra. Und ich kriege einen Punkt, bitte. So, das heißt, das war die letzte Runde auf jeden Fall. Spielen die noch zu Ende. Ja. Dann spiele ich hier den 2. Watchtower. Mhm. Also ich gebe wieder ein Holz aus. Nochmal 4 Punkte. Mhm. Ups, wo war ich? 1, 2, 3. Ich hingegen werde, muss meine letzte Chance ergreifen, auf jeden Fall nochmal zu segeln. Werde das hier als Nahrung ausgeben, mein Gold.
Hier hin. Auch auf den Regeln ist voll diese Runde. Zack, und ich werde dem alles mitgeben. Nein, will ich nicht. Nein. Ich mit. Brauchst du auch die drei Siegpunkte? Ja, die werden weg sein, aber. Also, ich kann auch schon mal hier den Ablagestapel mischen. Der erschöpft. Ablagestapel und Nachziehstapel erstellen hier. Dann bist du. Genau. Ich gebe eine Münze aus als Holz, um segeln zu gehen. Wofür ich wieder zwei Gold kriege und ein Schaf. Los. Auch noch einen. Also. Platziere noch ein Schiff. Jetzt mache ich folgendes. Ich gebe einen aus. Mhm. Und der nimmt natürlich ein Schiff, Fisch mit. Mhm. Und platziert sich vor dich. Du, ah ja, das ist ja. Das hier, ne? Genau. Ich kann nämlich einen Arbeiter ausgeben. Ja, dann musst du die Karte aber aktivieren. Ohne Karte musst du. Oh. Ja, das ist das Bild, die das, da ist, glaube ich. Nein, hier. Ja. Rutscht der nach vorne? Ja. Krei sagt, ich habe diesmal nichts gesagt. Ja. ist drin. Ja, kann man auf jeden Fall zuschlagen bei dem Spiel, sehe ich ein. Ich bin? Richtig. Ja, ich glaube, das war mit den zwei Münzen falsch. Ich habe ja noch nichts geconquert, ne? Die habe ich mir alle zu viel genommen, sehe ich gerade. Erst wenn ich conquere, kriege ich die. Nicht wenn du sales. Nicht wenn ja. Du sales, ja. Ja, das heißt, stimmt. Gut, das heißt, du kannst vier Münzen bisher haben, weil du hast ja viermal geconquert. Also dadurch bekommen, oder acht Münzen. Du kriegst zwei jedes Mal, wenn du conquerst. Ja. Jetzt habe ich drei Schiffe, also gehen schon mal sechs zurück. Ja. Wir haben ja gerade nachzudenken. Irgendwann, die Historiker werden es uns richtig stellen. Also der Richtigkeit halber, wenn es Leute später sehen, ich habe mich vertan, nicht beim Segeln kriege ich die Münzen, sondern erst beim Conquern. Genau, also Sail ist das, wenn man die hier wegschickt. Conquern passiert am Ende in einer einzelnen Phase, in der Eroberungsphase. So, und dann mein letzter Zug, glaube ich, für dieses Spiel wird sein. Vorletzter, ich probiere das nochmal. Ich werde nochmal hier Hail Mary einen ausgeben, um eine Karte zu ziehen. Guck mal, was da kommt. Ja. Ich gebe einen Arbeiter und ein Schaf aus. Und die Karte hier. Das heißt, ich kriege einen Siegpunkt für jedes Schiff auf dem Brett. Das heißt, vier Punkte. Ja. Gut. 26. Hier. Ich baue noch was. Einfach nur, weil das Punkte bringt. Weil es gut ist. So, habe ich da keine Axt mitgegeben. So, dann heißt, ich gebe hier noch ein Männchen aus. Und hole mir natürlich den Siegpunkt. Ja. Bin ich. Noch was bauen. Tschüss. Ja. Ah, ich sehe gerade, meine Valkyrie hier ist. Ich muss das nicht sofort machen. Ich kann es ja irgendwann als Aktion machen. Das heißt, ich kann auch erst alle Schiffe drauf machen, ja. Mir dann den Bonus holen und dann nochmal ein Schiff direkt ernten lassen. Ne? Ja. Ja. Aber das kannst du auch nur einmal pro Runde machen, weil dann die Karte getappt ist. Genau. Ja. So, ich mache das einfach mal nur, weil ich es kann. Das Coole ist ja, damit kann man ja ein Schiff, was weiter hinten ist, schon die coolen Punkte abfarmen lassen. Ne? Ja. Weil man natürlich immer noch die Chance hat, einfach blind zu ziehen und trotzdem irgendwas zu bekommen, was man möchte. Übrigens, hier ist gerade Jurassic Island drauf, ne? Hier, das ist noch ein bisschen ein kleines Easter Egg, Anspielung auf. So, das heißt, ich nehme ihn hier. Das heißt, dann könnte man ein Schiff dann auch wieder losschicken, ne? Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ich glaube, das Schiff ist quasi dann erstmal raus. Du kriegst eigentlich. Ich nehme natürlich die drei Siegpunkte hier. Ja. Ich passe. Ich bin raus. Und dann gucken wir bei mir. Ich glaube, bei mir geht noch was. Auch schon mal nach. Gute Brite. Hier schwarz für mich.
Ich glaube, ich bin auch durch. Alle Aktionskarten sind quasi genutzt. Bei meinen Inseln auch. Eine könnte ich nutzen und eine Karte. Ha! Oh, mega gut. So, hier die Insel, die habe ich extra geholt. Ich gebe einen Stein aus, um eine Karte in meinem Empire wieder ready zu machen. Aber sowas von. Getappt. Das heißt, dann mache ich mir natürlich die Punktemaschine wieder. Mal gucken. Ich habe keine Arbeiter mehr, das ist ja, das Problem. Eben. Dann mache ich halt hier die Axt. Und dann nutze ich die nochmal, gebe eine Axt aus und kriege nochmal 2 Punkte. Ja. Und er konnte das jetzt nur so schnell hintereinander machen, weil ich gepasst habe. Also jetzt hat er Aktion nach Aktion gemacht. Normalerweise wäre ich zwischendurch nochmal dran gewesen. Ja. Ich glaube, da bin ich durch. Ja. So, dann letztes Mal Expeditionsphase. Du darfst zuerst deine beiden Schiffe auf die noch verbleibenden Inseln da wegschicken. Und wie gesagt, man kann immer stattdessen auch eins vom Deck ziehen. Blind. Gegebenenfalls da was Besseres ist. Ne? Auch da noch eine kleine Hail Mary. Ne? Kann das sein? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ende müsste nicht sein. So, also mein krasseres Schiff hier. Mhm. Mit dem Tisch das dabei. Das dürfte hier... Im Endeffekt würde ich jetzt eigentlich auch nur noch pillagen, weil das bringt dir im Endeffekt mehr. Das auf jeden Fall. Ja. So, ein Stern gibt es hier rechts eigentlich immer, ne? Deswegen könnte es eigentlich, ich riskiere es. Ja, war nicht besser, ist aber egal. Ist das Gleiche, so, ein Siegpunkt. Nochmal 3 Rohstoffe. Die habe ich hier zur Verfügung. Ja. Das war das Schiff hier. Dann hast du nochmal das ohne alles. Ja. Dann nehme ich mir einfach mal, das ist egal, einfach hier. Ja, das Schiff. Siegpunkt und 2 Nahrung. Und das Schiff mit dem Bankaufsatz, das ist meins. Und ich werde auch eine verdeckte hier ziehen, weil reicht mir nicht. Ja. Ja. So, damit ist das Spiel offiziell am Ende. Mhm. Das heißt, jetzt zählen wir noch. Es gibt A Punkte für jede Karte, die wir gebaut haben. Also unsere Handkarte mal weg. Ja. Jede Karte, die wir gebaut haben, dazu zählen auch die eroberten Inseln. Die sind auch. Also jede Karte 1 Punkt. Nicht wie bei. Die Basic nicht, ne? Doch, auch die. Ah, okay. Fünfzehn habe ich. 2 dazu. Dann können wir uns beide mal 2 runter, jeweils einen runterschieben, dass wir uns die Punkte durchgegeben haben, um zu gucken, wie viele Punkte haben wir. Vielleicht ist euch daraus interessant, unseren Punkt, weil wir sind so schlecht. Ich glaube, wir haben uns in der ersten Runde schnell geholt. Die Sache ist, du kannst, wenn du besser bist, bist du einfach schneller fertig, ne? Ja. Du bist genau, aber vielleicht kriegst du deine Maschine nicht so ans Laufen. Ja. Oder besser ans Laufen als wir, was nicht. Oder du gehst schon zu früh auf Punkte und dann geht dir die Luft aus. Ne? Genau, das habe ich nämlich, glaube ich, probiert und genauso war es bei mir. Mhm. Jetzt kriegen wir noch für jeweils 2 Rohstoffe und Rohstoff ist nicht Gold. Und auch nicht die, also alle Holzteile sind bei Gold 1 Punkt, ne? Genau. Also nochmal langsam. Jedes Gold 1 Punkt und jeweils 2 Holzteile sind 1 Punkt. Also 5 Gold habe ich. Vielleicht falsch gezählt. Weil nicht bei 51. Ja. Und ich 52? 55? Nicht, ne? Die Echse nicht, nein. 56. Oh. Ich habe 3 Punkte, aber komm, ich bin bei 39. Finito. Oh! Das war knapp. Also ich würde sagen, es ist unentschieden, oder? Ja, ist okay. Ich glaube, ich habe einiges falsch gemacht. Egal. Aber gefällt mir. Hat es dir Spaß gemacht? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was würdest du über dein Volk sagen? Schon angriffslustig? Ich finde die cool. Angriffslustig, ja. Meins ist, glaube ich, da muss man schon ordentlich rein Zeit investieren, dass man diesen Mechanismus ans Laufen bekommt, Bänke aufzubauen. Da muss man an mehr denken als. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es war ja auch empfohlen, dass das hier für Anfänger. Aber du hast es ja trotzdem super gespielt, muss man ja sagen. Jetzt war der Wunsch da, genau, über die Völker zu reden. Genau, wollte ich gerade sagen. Also das hier, die Inuit. Machen wir ein bisschen näher. Ja. Diese hier, die habe ich schon gespielt. Diese Inuit, die sehen aus wie eine Mischung aus Eskimos und Japaner, finde ich. Die sind alles über Kartenkombis. Ja? Also das ist hier, ihr seht auch, hier ist so ein japanisches Haus drauf. Die Karten kombinieren wunderbar miteinander. Habe ich das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, gespielt. Die haben super cool miteinander kombiniert. Da waren Kartenkombinationen noch und nöcher. Hat echt Spaß gemacht. Die hatten auch kaum Rohstoffschwierigkeiten, ähnlich wie deine. Also die haben auch, aber die waren nicht ganz so angriffslustig. Also die haben weniger von den Äxten bekommen. Haben aber Spaß gemacht. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch die Echse nutzen können, um deine Kombi zu stören. Ne? Genau. Und das bisher bei keinem Spiel kam das zu tragen.
Aber auch weil man gerne in seinem, also ich zumindest, und in den Spielen, wo ich gespielt habe, in seinem Reich hier abtaucht. Ja. Und warte mal, was hast du da? Nee, das mache ich nicht. Ja. Sonst also müsste man ja bei anderen Spielern mitgucken. Oder gut, mit Erfahrung wüsstest du, was ist so die Backbone deiner Punktestrategie. Genau, was bestimmt Sinn macht, aber es zögert das Spiel auch deswegen hinaus. Man kann, also eigentlich kann man bei dem Spiel auch sehr viel parallel spielen. Auch nicht, du machst einen Zug, ich mache einen Zug. Sondern wir spielen parallel und passen beide irgendwann. Wenn nicht das wäre mit dem dass man die gegnerischen Gebäude deaktivieren kann. Aber ist so schon schnell, eigentlich sagen. Also ich hätte, glaube, wir hätten das in der Stunde gespielt bekommen. Ja. Glaube ich. Hier, das sind die Biertrinkenden. Hier, die finde ich ja noch cooler als meine. Ja, ich glaube, die sind aber gar nicht so einfach zu spielen. Das sind der Heidel-Clan. In ihrem Trunk. Und auch Wikinger, die aber ein bisschen faul sind. Und ich glaube, dass die auch häufig diese Arbeiter-Sachen haben. Ihr könnt Arbeiter zuweisen zu Karten, um bestimmte Sachen zu bekommen. Ja, generell finde ich, also muss man auch mal sagen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie toll die Karten illustriert sind. Jetzt fokussiert der wahrscheinlich nicht so klasse, aber ich glaube, ihr habt es auch sehen können im Laufe des Spiels. Hier ist, glaube ich, wirklich Arbeiter. Das ist ein großes Volk, was viele Arbeiter-Sachen bekommen kann und wahrscheinlich eher unter sich bleibt, würde ich vermuten. Nicht so ganz viel Angriff wie deins, aber natürlich trotzdem, Wikinger haben ein paar Äxte. Mhm. Dann haben wir diese hier. Das sind die wirklichen Inuit. Und die haben, es gibt immer drei Basiskarten, die hatten wir ja auch, ne? Das sind diese hier. Andere und Felder. Spielt ja im Norden, dessen sind die alle ein bisschen wärmer eingepackt. Ja, ja, genau. Genau. Und hier, ich glaube, das ist das Deck, was kopieren kann. Also A, haben die ganz häufig so richtig krasse Building-Bonusse oder Boni. Ne, zum Beispiel hier, wenn du das baust, darfst du eine Aktion umsonst machen. Explore, Sail, ne, also was schon mal geil ist. Für einen Fisch einmal irgendwas machen, ist cool. Haben die häufig. Und die können, glaube ich, Sachen kopieren. Die können Karten kopieren, sodass du die eine Karte, was du eben als Backbone bezeichnet hast, mehrfach haben. Mhm. Also wo du dann sagst, ja, ich habe da eine richtig gute Karte, aber die habe ich jetzt sogar doppelt. Mhm. Also schon ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, hier häufig, ne, nochmal eine extra Aktion. Ja, sehr, sehr viele Building-Boni, die man bekommt. Und ich glaube, das hier waren die mit Kopien. Ja, hier, da seht ihr Feature. Ne, du kannst sogar eine. Das sind die Kinder? Ah, ne, die Musiker. Ja, genau, die Barden, ich nehme es mal an. Die können häufig kopieren. Hier kannst du sogar eine von deinen eroberten Inseln kopieren. Ich glaube sogar. Ne, du kannst nur deine eigene kopieren, nicht die vom Gegner, aber trotzdem cool. Und auch hier schöne Illustrationen. Die können auch häufig ihre Karten wieder neu nochmal unexhausten, also nochmal untappen, quasi, dass man sie nochmal benutzen kann. Was du ja manchmal machen konntest, aber nicht so häufig jetzt. Ja. Du siehst, die haben hier auch nicht nur ein Feld, was einmal was bringt, sondern auch direkt noch ein zugeordnetes. Also hier, die können nochmal kopieren. Ne? Also ganz viele Kopieren von Karten sind möglich. Und ihr seht, da sind viele einzigartige Konzepte in jedem Deck drin. Das heißt aber auch, dass man, wenn man ein Deck zum ersten Mal spielt, schon mal so 5 bis 10 Minuten sich einarbeiten muss. Ne? Also überlegen muss, okay, das ist das Grundprinzip, wie benutze ich das clever? Aber das Gegenteil von, was ich jetzt gemacht habe. Also man lernt es ja beim Spielen. Ne? Die erste Partie ist dann erstmal, okay, ich komme mal rein und gucke mal, was gibt es für Karten und so weiter. Ich mag das so, ich bin ja so der Entdeckertyp. Ich finde das cool, dass es so verschiedene Völker gibt mit unterschiedlichen Strategien, die du machen kannst. Auf jeden Fall. So, jeder spielt sich ja gefühlt sehr individuell. Mhm. So von dem, wie man es tut. Ne? Die Grundmechanik ist ja die gleiche, aber die Kombination dazu finden. Genau, da kommen noch so ein paar Elemente rein, die im Deck quasi erst offenbart werden, wo du dann denkst, clever, raffiniert, coole Mechanismen neu drin. Ja. Hier, den hier. Ja, Tobi, die wichtigste Frage, wer hat gewonnen? Ich hatte ganz gut Glück und habe gewonnen. Ja. Ja, er hat es auch clever gemacht. Man muss sagen, wir haben beide die Sachen zum ersten Mal gespielt. Ne? Ja. Also beide unsere Decks. Ich glaube, du kannst mal auf uns schalten, dass wir nicht so klein sind. Unsere Gesichter sind viel zu schön, als das hier, oder? Na gut, du hast ja gerade hier was zeigen wollen. Ja, das stimmt, aber das kann ich auch so. Wir haben beide die Decks zum ersten Mal gespielt, aber Chris hat das wirklich richtig gut gemacht. Glaubst du, dass dir geholfen hat, dass du das Imperial Settlers schon kanntest? Das erste? Ist nicht egal. Aber es ist schon ein paar Grundprinzipien gleich geblieben, muss man sagen. Ne? Aber man muss trotzdem an Sachen denken. Wenn man die vergisst, vergisst man die. Ne? Aber Kartenmanagement, definitiv. Ja. Ne? Was ja auch beim ersten Imperial Setters. Ist ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, bei den Original-Imperial Setters hat es unglaublich viel mehr Karten immer auf der Hand. Also da war dieses Kartenziehen. Du musst erstmal eine Kartenzieh-Engine an den Start kriegen, um genug Karten durchzuschleusen. Die aber manchmal auch einfach blöd waren, die Karten, fand ich. Ja, das war einfach so Overhead. Ne? Ich muss die ganze Zeit irgendwie Karten managen, um da irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, hier ist es schon so, dass jedes Deck einfach nur gute Karten hat. Das ist so geil, der Simon, ja. Da oben steht's. Das Twilight Imperium kann nicht mehr bewegt werden, weil da meine Tasche drunter hängt. Das geht nicht mehr. Also der Stream wird auf jeden Fall hochgeladen. Ich werde ihn noch wieder ein Stückweise ein bisschen kürzen, damit es nicht ganz so unerträglich ist. Ja.
So, ich glaube, wir machen jetzt hier auch im Anschluss noch kurz, nehmen wir mal ein kurzes Fazit auf, was ich dann in meiner Gespielt-Folge mit reinnehme. Ja. Ja, ja, ach, komm, Marcel sagt es doch, aber der kann es dann ja auch im Nachhinein nochmal sehen. Das ist mein Arbeitskollege. Ah, Grüße. Sehr schön. Genau. Ja, eine Sache noch. Ich habe im Board Game Geek Forum gesehen, hier ist so ein schwarzer Arbeiter dabei. Ja. Da hat sich der Designer, Ignacy Cevicek, ein sehr witziger, lustiger Typ, hat sich dafür eingesetzt. Und deswegen haben wir auch am Anfang des Videos, wer da schon da war, es gibt das Gerücht, dass in der ersten Box von Imperial Settlers, in der Grundspielvariante, da sollten wohl unter der Einlage Ninja-Karten versteckt worden sein. Zwei quasi Bonus-Karten, wo dann stand, oh nein, sie haben uns entdeckt. Quasi, wenn du die Box hochgehoben hast. So, und diesmal hat sich Ignacy dafür eingesetzt, dass ohne jegliche Erklärung, es wird nicht im Regelbuch erwähnt, dieser schwarze Ninja-Miepel mit reinkommt. In jeder Auflage ist dieser schwarze Ninja-Miepel dabei. Jeder fragt sich nichts. Nein, der tut überhaupt nichts. Ich habe aber gesehen, Portal Games hat sich geäußert und gesagt, Ignacy wollte ihn unbedingt drin haben und keine Erklärung dafür. Also ein kleiner Easter Egg, der nichts zur Sache tut. Vielleicht nimmt eine eventuelle Erweiterung, da wird auf jeden Fall eine kommen, bin ich sicher. Bezug darauf, aber sonst tut das nichts. Ich hab nämlich auch gedacht, wo braucht man das? Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall cooles Spiel, finde ich. Ja. Hat wieder Laune gemacht. Also ist auf jeden Fall für mich ein Pflichtverkauf. Schön. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck bekommen. Ich habe gemerkt, das passte noch nicht so ganz mit der Technik, wenn man halt viele kleine Karten sehen muss. Ja. Ich bin so einer, das muss ich jetzt ausfuchsen. Du bist ein Perfektionist, was sowas angeht. Finde ich gut. Ja, ja. Aber die Qualität, glaube ich, war schon. Doch. Also ich glaube, die Qualität war schon extrem gut. Ich werde mir das gleich auf jeden Fall angucken und mal schauen, wie das so aussieht. Ja, ich werd auch nochmal auf der Couch weinen wahrscheinlich. Ja. Ich hab verloren. Auf jeden Fall. Also, wenn euch das gefällt, der Flo wohnt ja in der Nähe. Wir werden das vielleicht auch mal öfters machen. Gerne. Mit noch besserem Setup. Und dann setze ich mir auch irgendjemanden hier hin, der die ganze Zeit nur. Einfach nur filmt. Nur den Director macht in so einem Studio und nur drückt. Und vielleicht uns noch so ein Elektro. Hier so ein Ventilator manchmal ins Gesicht hält. Hier ist es unfassbar warm. Es ist warm, ja. Man Cave. Das liegt gar nicht am Licht, das ist einfach uns. Wir sind so hot hier. Ja, boah, wer das schon selber von sich sagen muss, ne? Ja, zwei Menschen im Raum für ein paar Stunden, da wird halt warm, ne? Ja, aber ist ja ein Saal. Hier im Ostflügel bei dir. Ach Gott. Ich werde gleich mal ein Foto machen, wie das hier eigentlich aussieht. Ja, ist beeindruckend. Ist wirklich beeindruckend. Ein eigenes Studio hier. Dankeschön. Ja, mir macht es auch immer viel Spaß, von mir bei sind. Beim nächsten Mal versuchen wir auch ein Spiel, wo wir das Publikum wieder gut einbeziehen können. Also so, ne, wo ihr mit Entscheidungen treffen könnt, das finde ich immer am spannendsten. Auf jeden Fall, finde ich auch. Da sind manche Spiele natürlich eher zugeneigt. Ja, hier war schlecht, ja. Ja, aber ich glaube, dass es den Leuten trotzdem Spaß gemacht hat, was ich hier so sehen kann. Also, ja, können wir gerne machen. So, Frage Twilight Imperium. Ich habe mega Bock drauf. Ich bin gerade meine Pipeline am Abarbeiten. Ich nehme im Moment extrem wenig neu auf, damit das nicht mich blockiert sozusagen. Ich habe leider da noch ein paar Sachen, die ich wegschneiden will. Und dann sehr, sehr, sehr gerne Twilight Imperium. Ich habe auch Bock drauf. Also 10 Minuten habe ich noch. Kannst du mir das gerade erklären? Spielen wir noch unten? Ich habe da so ein Regelvideo gemacht. Ach ja, gucke ich mir gerade mal schnell an auf dem Handy. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs mich bewirken. Ja, gerne. Wir sehen uns ja dann, ne? Tschüss.